whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was this kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist mal wieder Montag und wir sind wieder bei RLE, wie jeden Montag fast inzwischen. Und ja, heute steht das vierte Rennen an. Ihr seht es hier unter mir, Silverstone steht nämlich auf dem Programm. Im Hintergrund ist gerade das Qualifying oder hat das Qualifying angefangen. Ja, eine Stunde haben wir heute vor uns dann im Rennen. Und ich gucke mal gerade, ist doch recht gut besucht heute. Momentan hier 30 Autos auf der Strecke. Im zweiten Split, im ersten weiß es gerade gar nicht. Müsste ich mal nachschauen nachher. Aber wir gucken uns ja den zweiten an. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke. So, da sind wir. Wie gesagt, Qualifying gerade begonnen. 30 Autos hier. Hallo Timo. Ist er wieder. Ja, Qualifying erstmal hier 20 Minuten. Wir sind auf Silverstone unterwegs. Viertes Rennen von insgesamt 19. Achso, ja. Hat gewundert, wer komische Links hier reingehen, aber habe ich ja selber eingestellt. Ja, viertes Rennen, also noch sehr, sehr frisch die Saison eigentlich. Sehr, sehr viele Strecken haben wir noch vor uns. Die Gesamttabelle schauen wir uns dann, würde ich sagen, kurz vor der Startausstellung an. Ja, können wir mal ein bisschen gucken, wer hier wo startet und wer hier gut Punkte machen kann heute. Auf jeden Fall doch noch recht eng. Klar, nach drei Rennen, da ist es noch recht eng. Da hat sich noch keine so ganz rauskristallisiert, wer hier ganz vorne mitfahren wird. So eine Handvoll, sage ich mal, haben wir aber schon ausmachen können. Schauen wir uns, wie gesagt, nachher an. Moin Zange. Schauen wir uns nachher an und jetzt gucken wir uns erstmal an, wer heute überhaupt so unterwegs ist. Ja, wir gehen einfach mal den Startnummern nach, wollte ich gerade sagen. Hallo Jan. So, während hier gleich die ersten Zeiten dann eintrudeln werden, so in 2 Minuten. Also hier mit der niedrigsten Startnummer heute unterwegs haben wir den Philipp Alpentower hier mit der Nummer 5. Ein BMW, der hier jetzt ja, noch ein bisschen Verkehr hat. Gucken, ob er noch ein bisschen Platz nach vorne bekommt. Ein bisschen eng sieht es hier aus. Dann haben wir die Nummer 8, der Marc Mikowiak. Ich glaube auch sehr weit vorne platziert in der Gesamtwertung. Genauso wie der Ralf, der momentan genau vor ihm ist in der Tabelle hier. Ja, fährt hier mit dem Honda. Wir haben sehr viele Honda und BMWs, glaube ich, am Start. Ja, so haben sich alle ausgesucht vor der Saison hier. Alpentower mit den Gebirge, ja. Ja, er geht jetzt auf jeden Fall auch auf eine Runde hier. In den Esses befindet er sich gerade. Strecke können wir uns ja gleich auch nochmal wieder anschauen. Dann haben wir noch Markus Eisen hier, ein Audi mit der Nummer 18, too low for you. Mal sehen, was da so geht. Die 21 haben wir dann Yasin Kalik für Green Hornets Racing unterwegs mit der 21. Position, Nummer, Position wissen wir noch nicht ganz, noch hier ganz hinten. Dann den Ralf Kmikowiak, wie gesagt hier wieder Vater und Sohn unterwegs. Hier im gelben BMW M4 mit der 28. Ja, Silverstone kann man immer mal fahren, ne? Sehr, sehr schöne Strecke hier. Dann haben wir Julian Kunkel mit der Nummer 32. Der hier, ja, ein Ferrari fährt tatsächlich. Also hier auf den Geraden. Ja, so viele Geraden gibt es hier nicht. Ein, zwei Stück, würde ich mal sagen. Die Startzielgerade ist ja nicht sonderlich lang. Aber hier die Hangar Straight heißt die, hier vor der Stowe-Kurve, doch relativ lange. Ich glaube, die längste auf der Strecke, würde ich mal behaupten. Dann im letzten Abschnitt haben wir auch nochmal eine, während Maniacs gerade die schnellste Runde gesetzt hat mit 1,59,6. Ja, zu dem kommen wir nämlich gerade auch. Ja, wie gesagt, auf der 1 mit der 33 unterwegs.
Ja, sieht gut aus. Ich glaube, Gesamtwertung können wir gleich nochmal wieder gucken. Auch gar nicht so schlecht platziert. Dann kommen wir zum Two-Tape, der hier, ja, irgendwie immer noch diesen Namen hat, obwohl er, glaube ich, anders heißt. Nehme ich mal ganz stark an. Für The Duke Brothers mit der 35, auch im BMW. Kai-Uwe Kohlschütter haben wir dann mit der Nummer 36. Steht hier gerade ein bisschen off-track. Wartet gerade, dass er irgendwie wieder auf die Strecke kann. Da kommen noch so ein paar Autos, die gerade auf einer gültigen Runde unterwegs sind. Er im M4 mit der 36. Jetzt geht's hier los. Und mal sehen, wo er sich positioniert. Ich glaube, so viele Punkte hat er bis jetzt noch nicht geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir Ralf Schäfer mit der 57. Go Fast Racing. Ja, ein McLaren, ein blauer. Hier geht's gerade durch die S's. Schön viel Körb mitnehmen. So viel wie geht jedenfalls. Nick Wasmer haben wir dann hier mit der 63. Der fährt auch eine McLaren. Momentan noch keine Zeit gesetzt. Die ersten 15 Autos haben wir jetzt. Julian Kunkel jetzt gerade auf der 1 mit einer 1,58,8. Dann haben wir die Nummer 70. Das ist Achim Pfeffer. Straubing Simracer. Ja, auch hier im BMW M4 mit der 70 unterwegs. Schön in Lieder gehalten. Ja, momentan reicht es noch für die Top 10. Aber da denke ich, geht noch ein bisschen mehr. Jetzt die Runde leider ungültig. Müssen wir uns also ein bisschen gedulden, bis er ja, hier mal zeigen kann, dass er vielleicht noch schneller kann. Alex Langhorst haben wir dann für RS Sim Racing mit dem 72er Honda. Hier schön in, ja, meistens grün gehalten, würde ich mal sagen. Was sagt sein Delta? Achso, hat noch gar keine Zeit gesetzt. Bleiben wir mal ganz kurz drauf, dann sehen wir mal, ja, wo die erste gezeitete Runde so hingeht. Hier gerade aus der, ja, vorletzten Kurve offiziell raus. Der Rechtsknick hier ist nämlich auch noch eine. Aber die geht ja Vollgas bekanntlich. Kann man richtig schön viel Körb mitnehmen. Und dann müsste jetzt hier eine Zeit kommen. Ja, Platz 2, aber wir sehen 6 Zehntel Abstand nach vorne. Also der Gap ist sehr, sehr groß aktuell, auch wenn man hier jetzt, ja, jetzt in der zweiten Startreihe ist. Dann kommen wir mal zu Thorsten Hofmann, Green Hornets Racing, auch ein McLaren hier mit der 74. Momentan noch auf der 16. Position, geht jetzt gerade, ja, auch auf die nächste Runde. Momentan auf der 16, wie gesagt. Dann haben wir Hoshi Blume, bisschen Pech gehabt auf Bathurst, wurde einmal getroffen, sonst hätte er sich noch deutlich besser platzieren können. Auch einer, der sehr weit vorne platziert ist, auch jetzt hier gerade auf die 5. gegangen. Ja, nächsten Platzierung nicht so weit weg, abgesehen von Platz 1. Aber hier der 77er Honda von Affenbande. Aaron Racer fährt gerade aus der Box raus, wie wir hier sehen, auch ein BMW. Mit der 83, hat auch schon eine Zeit gesetzt. 9 Zehntel fehlen ihm nach ganz vorne, 4 Zehntel zur ersten Startreihe. Position 7 ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber der wird natürlich hier nochmal nachlegen wollen für die letzten, oder in den letzten 12 Minuten. 12,5. Matthias Lang haben wir dann hier auch nochmal für Straubing Racer mit der 88. Hatten wir nicht schon? Nee, ich hoffe nicht. Aber auch ein lila BMW. Christian Brandl haben wir auch ein BMW mit der 91. Momentan auf Position 25 liegend. Da fehlt noch so ein bisschen was, denke mal. Da war noch keine saubere Runde dabei. 5,6 Sekunden scheinen mir dann doch ein bisschen viel zu sein. Soweit sind die, glaube ich, hier nicht auseinander. Dann haben wir Chris Konrad mit der 92. Wie gesagt, viele BMWs und Hondas. Hier ein weiterer M4, momentan auf der 21. Diese Runde leider auch ungültig. Marc Wittmann haben wir in einem silbernen Ferrari mit der 95. Der Marc fährt für Marc. ja, hat noch keine Zeit gesetzt. Da fehlen noch jetzt 4 Autos, die eine Zeit setzen müssen. Wobei, wie gesagt, die letzten Positionen, glaube ich, da war noch keine saubere Runde dabei. Kai Moll haben wir auf der 14 gerade. Team WRT im Audi mit der 97. Aber die Runde lässt da gerade mal ein paar Leute vorbei. Schauen wir mal auf die Karte. Einer kommt da noch mit der 36. Da hinten ist er nämlich, der BMW. Nicht auf einer gültigen unterwegs, aber hat hier schön Platz gemacht, dass hier die Kollegen vorbeikommen können. Mit der Bitrate. Also die schwankt jetzt immer noch ein bisschen. Kann sein, dass man ein paar Frame-Aussetzer gibt. Aber ich habe so eingestellt, dass es halt Frame-Aussetzer gibt und dafür die Qualität immer hoch ist. Vorher hatte ich so, dass der Stream immer läuft, aber wenn die Bitrate niedrig ist, dass es pixelig wird. Also ich habe das mal irgendwann umgestellt. Jetzt habe ich es wieder zurückgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt angenehmer zu gucken ist. Weil ich sehe, hier und da gibt es schon Frame-Ausfälle. Aber ich hoffe, das macht sie nicht allzu sehr bemerkbar. Moin Daniel.
So, Käser, hat man Thorsten Käser schon erwähnt jetzt? Glaube nicht, ne? Nee, mit i115, auch ein BMW. 2,5 Sekunden begleiten wir ihn nochmal hier die letzten paar Meter. 0,3, 0,4 Sekunden holt er gerade raus. Mal gucken, was er hier in der Beschleunigungsphase aus der letzten Kurve nochmal mitnimmt. Ja, 3/10 bleiben ungefähr. Wird jetzt nicht super weit nach vorne gehen. Jetzt geht er kurz noch eins zurück. Jetzt geht er wieder zwei nach vorne. So ist das hier. Hälfte des Qualifyings ist gleich rum. Ja, das Feld haben wir auch bald hinter uns. Oder sind wir einmal durchgegangen. Patrick Plöger haben wir dann hier. Dürfte der einzige Lexus sein, glaube ich. Den haben wir hier auf der 15. Position. 1,4 Sekunden. Also da im Mittelfeld ist es sehr, sehr eng, muss man sagen. Gucken wir gleich mal vorne, wie es ist. Aber scheint so, dass es da auch schon wieder ein bisschen zusammengerückt ist. Ja, er hier mit 133 unterwegs. Dann kommen wir zu 142, ein Porsche. Da wird sich Daniel freuen. Für Green Hornet. Weiß nicht, ob das ein Grün sein soll. Könnte man es grün durchgehen lassen, hier die Farbe vom Porsche. Da sitzt der Bernd Petersen drin. Der hat noch keine Zeit gesetzt. Das wird sich jetzt auch so schnell nicht ändern. Da war auf jeden Fall zu weit draußen. Die Runde damit auf jeden Fall ungültig. Dann haben wir Steffen Rosse. Auch ein grüner Honda. Auch er ist im Racing auf der 4. Position. Und da sehen wir die Abstände doch ein bisschen näher zusammengerückt. Sehr schön, vielversprechend fürs Rennen. Ihm fehlen 0,4 Sekunden nach vorne. Diese Runde fürchte ich fast, wird er die nicht holen. Halbe Sekunde hat er im roten Delta. Also muss er auf die nächste Runde hoffen. Dann haben wir Patrick Schröter, auch ein gelber. Gelber sei schon, ein grüner Honda. Auch er ist im Racing. Hier sehen wir die beiden Autos. Sind, glaube ich, sogar drei insgesamt aus dem Team. Mit der 292 hier unterwegs, Position 8, also Top 10. Da kann man auf jeden Fall mal ordentlich Punkte holen, wenn man sich da halten kann. Duck vor los. Oh Gott. Afifa Bio heißt das, glaube ich, ne? Und Harzer, dankeschön. Matthias Gauci, der hier gerade mal off-track geht. Auf der, wo ist er jetzt? 22. Position mit der 534. Oh, schon eine halbwegs hohe Zahl, aber nicht die höchste. Mal gucken, was er noch rausholen kann. Auch Sven Siegenthaler hier, ja, direkt daneben. Die warten beide, dass hier Platz ist. Also muss der Ferrari nochmal gucken, dass da ein bisschen Platz nach vorne kommt, dass man hier auf eine freie Runde gehen kann. Sven Siegenthaler mit der 776. Momentan ziemlich genau 2 Sekunden hinter der Spitze. Zeitgleich mit Position 18 sogar. Auf der 19 unterwegs. Moin, Ralf. So, Chris Finn. Müsste der Führende inzwischen sein in der Gesamtwertung. Wie gesagt, gucken wir uns ja gleich an in Ruhe. Momentan ja nur Platz 13, muss man sagen. Eigentlich auch weiter vorne zu erwarten. Theoretisch hier auch für die Affenbande unterwegs, auch wieder ein Honda. Aber naja, ist ja noch ein paar Runden Zeit. Und dann haben wir hier die höchste Startnummer heute. Das ist nämlich die 939. Christian Bardi, to low for you. Auch mit zwei Autos heute hier unterwegs auf der 26. Ja, auch er könnte relativ weit vorne mitspielen eigentlich. Letztes dann auch ein bisschen Pech gehabt auf Bathurst. Sonst ja, wäre auch weiter vorne oder näher dran in der Gesamtwertung an den Top-Positionen. Mal sehen, was heute geht. Ist nicht seine beste Strecke. Wir sehen es hier, 3 Sekunden fehlen da momentan noch. 0,3 hat er hier im Delta. Aber ist auch noch, ja, gerade im zweiten Sektor. Vielleicht kann er noch mal ein bisschen was rausholen. Und damit sollten wir alle Autos gesehen haben. 30 Stück. Und damit können wir uns ein bisschen mehr hier auf die Zeiten konzentrieren. Moin, Pete Hole ist auch am Start, siehste. Kein LFM, keiner streamt. Oder wenige. Aber heute und Donnerstag streame ich auf jeden Fall. Donnerstag haben wir noch Hove Racing. Alle 2 Wochen ja donnerstags. Also ein bisschen Broadcasting-Action kriegen wir auf jeden Fall. Sollen wir einen vergessen hier? Nö, sieht gut aus. So, also wir haben vorne den Marc Wittmann, ein Ferrari also. Ich kann nochmal kurz hier die Manufakturen, wie man das so schön heißt, hier einblenden. Momentan haben wir 2 Ferraris vorne und dann ganz, ganz viele Hondas und BMWs, wie wir sehen. Ein Porsche haben wir auf der 14. Zwei McLaren sehe ich hier vorne auf jeden Fall. Ich weiß noch, ob da hinten noch was ist. Ist aber, wie gesagt, eine Honda- und BMW-Veranstaltung. Ja, vorne Abstände dann etwas größer, verhältnismäßig so 1/2 Zehntel. Aber im Mittelfeld ist es richtig eng da ab Position 10, 11. Da alle 1,2 Sekunden. Abstand 1,2, 1,3. 15, 16, ein bisschen größerer Gap. Aber das wird ja sicherlich interessant werden. Mittelfeld geht ja immer eigentlich was. So, brauchen wir wieder die Deltas, gucken wir mal. Ja, gerade nicht so viele mit einer Verbesserung unterwegs.
Klar, sind noch ein paar Minuten. Vielleicht geht man nochmal in die Box, holt sich nochmal ein paar frische Reifen. Und dann geht es nochmal mit, keine Ahnung, 10 Litern raus. Wir gehen mal zum Thorsten rüber, der McLaren hier. Gerade Anfahrt der Stowe-Kurve, diese schnelle Rechtskurve nach der Hangar Straight. Da werden wir auf jeden Fall schöne Duelle sehen. Die Strecke sehr schnell, sehr breit. Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier wirklich Side-by-Side zu fahren. Auch hier durch die Schikane, die doch relativ eng ist. Aber es geht hier, wenn man möchte. Wie sieht es bei Buddy aus? Was meinst du genau? Ja, zeitentechnisch gerade. Ja, 0,6 Sekunden hat er im Delta. Also könnte noch mal ein bisschen nach vorne. Also ganz bisschen. Ein, zwei Positionen. So, dann haben wir hier vorne. Oh, da vorne der Kunkel, der hat auch nochmal richtig Bock. Hier der Ferrari, der ist gerade auf der anderen Startzielgeraden, da wo die Formel 1 startet. Ja, 0,4 Sekunden sehen wir da. Also da geht es tatsächlich in die tiefen 58er-Zeiten rein. Also gar nicht mal so langsam die Leute hier. Aber auch Wittmann vorne kann nochmal 2 Zehntel mindestens rausholen. Matthias Lange auf der 3 haben wir mit einer Verbesserung, also nochmal jetzt einige rausgefahren. Mal mit frischen Schlappen, wenig Sprit, Strecken, Temperaturen und so weiter. Das Wetter sieht ja sehr gut aus. Luft 23, Strecke 27, bewölkt leicht, Strecke schon auf optimal. Ich glaube, Regenwahrscheinlichkeit ist gar nicht super groß, obwohl das hier ja in England, in Großbritannien allgemein doch gerne mal regnet. Auch hier aus Silverstone. Aber momentan hier im Qualifying optimalste Bedingungen. So, mal sehen, was sich vorne so verschiebt. Kunkel kommt jetzt hier gleich über die Startziellinie. Ich weiß nicht, wo Wittmann gerade ist. Gucken wir gleich mal. Aber damit wird der Julian erstmal die Führung übernehmen. Ob es dabei bleibt, ist allerdings fraglich. Wo ist der Wittmann? Der ist... Ach, gerade erst auf der Hangar Straight. Oh, so relativ früh noch in der Runde. Also, da schon 2 Zehntel rausgeholt. Mal sehen, was er noch hat. Vielleicht liegen das in den anderen beiden Sektoren. Matthias Lang jetzt nicht deutlich schneller, gerade auf der letzten Geraden. Richtung des letzten Abschnittes. Hoshi Blume inzwischen, war von auch schon auf der 5, aber nicht mit einer Verbesserung unterwegs. Patrick Schröter haben wir dann hier auf der 6. Ja, da könnte es tatsächlich auch nochmal ein Stück nach vorne gehen. Bis Platz 4, 3 ist es gar nicht mal so weit. Die ersten beiden sind so ein bisschen abgesetzt. Da sehen wir es, gute 3,5 Zehntel sind das zwischen 2 und 3. Na, mal sehen, was wir da vorne erleben. So, den haben wir hinten noch. Thorsten Hofmann. So, der hat nochmal 3 Zehntel. Der ist bis jetzt eine 2 Minuten 0,7 gefahren. Also knapp noch über 2 Minuten unterwegs. Mal gucken, ob er vielleicht nochmal unter die 2 Minuten kommt. Wenn man unter die 2 Minuten kommt, ja, sind Top 15 ungefähr drin. Also gut, die Hälfte des Feldes unter 2 Minuten, die anderen alle noch drüber. Wenn zum Teil auch sehr, sehr knapp. So, gucken wir mal. Ah, 3 Zehntel bringt er auf jeden Fall mit. Dann geht zumindest mal in die Top 20 rein. Ja, genau, in die Top 20 nämlich. So, 2 Minuten haben wir nur noch. Ah, ein bisschen Watkins trainieren. So, Jürgen Kuck hat nochmal einen nachgelegt. Hier 58,370. Wie gesagt, Wittmann, der kann auch halbwegs mithalten. Immer noch auf der 2, also konnte sich dann nicht vorbeidrücken. 2 Zehntel, 2,5 Zehntel, fast 3 fehlen ihm nach vorne. Eine hat er aber schon wieder gefunden hier im ersten Sektor. Können wir mal gespannt sein. Dahinter jetzt gerade keiner, der wirklich gefährlich wird offenbar. Achim Pfeiffer hätten wir auf der 21 vielleicht noch. Der sich nochmal ein bisschen nach vorne arbeiten kann. Halbe Sekunde hat er im Delta. Ja, da könnte so Position 17 werden. Wäre nochmal 3, 4, 5 Positionen vielleicht. Wäre doch gar nicht mal verkehrt. Ich muss gerade mal gucken, wie viel kriegen denn hier eigentlich Punkte, muss ich gerade gestehen. Ich glaube, die ersten 15? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
So. Ah, Hoshi-Blume. 0,3 Sekunden, das ist gar nicht mal wenig für hier vorne und damit geht's auch auf die vierte Position. Zweite Startreihe, aber die Runde kann er jetzt auch nochmal nachlegen, das wird dann seine letzte sein. Gucken, Team Piers Lang auf der 3. Oh, die beiden da oben, zumindest 2 und 3 geben sich's nochmal. Ich weiß nicht, ob Kunkel nochmal eine Zeit fahren kann, wo ist er denn gerade? Nee, der wird keine Zeit mehr fahren können. Also, jetzt muss er darauf hoffen, dass die anderen nicht nachziehen können. Aber wir sehen, Marc Wittmann hier 2 Zehntel, die ja auch nicht so ganz reichen, aber deutlich gefährlich werden können. Tiers Lang, mal schauen. Kurz mal lila hinterlegt gewesen, aber war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Wir sehen es jetzt auch, das Delta sehr, sehr groß. Da passiert wahrscheinlich nicht mehr so viel. Deswegen bleiben wir mal hier auf dem Ferrari von Marc, der hier im dritten Sektor, wie wir es unter mir sehen, auch die absolute Bestzeit hat tatsächlich. Also, letzten Sektor sehr, sehr stark. Gucken, ob er vielleicht in den anderen beiden Sektoren nochmal was rausholen kann. Ja, wieder 2 Zehntel hier. Und immer noch im ersten Sektor. Also, das wird nochmal eine kleine Zitterpartie für Julian vorne. Aber ob man jetzt links oder rechts startet, macht da nicht unbedingt den Unterschied. Eine Stunde hat man ja Zeit. Heißt erstmal heil durchkommen durch die S's. So, Pedersen haben wir hier hinten mit 1 Sekunde nochmal. Das wären dann 2,3, ja, würde Richtung Platz 23 gehen. Ja klar, erste Kurve ist rechts rum, hat natürlich einen Vorteil, aber ich glaube, bei 60 Minuten macht das nicht unbedingt den Unterschied. So, hier gibt es auf jeden Fall mal eine halbwegs anständige Zeit, behaupte ich mal. 2 Minuten 0,6. Bernd Pedersen damit, ja, wahrscheinlich auf der 23. So viele sind ja nicht mehr unterwegs. Chris Conrad hätten wir noch. Haben wir jetzt auch erst einmal gesehen. So wie ich sehe, der Einzige, der noch mit einem grünen Delta unterwegs ist. Die allermeisten, sehen wir auf der Karte, sind schon in der Box. Die anderen sonst alle mit einem roten Delta unterwegs. Also bleiben wir mal hier auf dem Chris Conrad. Platz 14 im Moment, aber 4 Zehntel, ja, da geht's dann nochmal in die Top 10. Also da spart man sich schon mal einige Positionen, die man dann im Rennen sich erkämpfen muss. 20 Sekunden haben wir jetzt noch Wartezeit, reicht also auch noch hier für Chris Conrad, die Runde zu beenden. Der wird dann auch das Qualifying beenden. Oh nein, jetzt rutscht er hier die letzte Kurve raus und vergeigt hier leider die Top 10-Platzierung. Sehr, sehr schade. Also da können wir uns schon mal merken, der Chris Conrad wäre auf jeden Fall für die Top 10 hier bereit, sage ich mal. So, jetzt haben wir 5 Minuten. Sollte genügend Zeit sein. So, was brauchen wir? Race Gaps brauchen wir. Einmal in die Box müssen wir. Und wie gesagt, da schauen wir nochmal auf die Gesamtwertung. Also wir haben inzwischen nach 3 Rennen 22 Fahrer, die sich Punkte holen konnten. Und wir sehen hier die ersten 4 sehr, sehr dicht zusammen. Christian Baddi auf der 5 hätte auch deutlich mehr Punkte holen können. Hätte dann nochmal mitspielen können. Aber im Moment hier die ersten 4... noch sehr dicht zusammen, also kleine Lücke ab Position 4 und ja, geht runter bis Platz 22, da hat sich der Hoffmann auch nochmal einen Punkt geschnappt. Schauen wir mal, wer jetzt hier wo startet. Wo ist denn Chris Finn? Nur auf der 17 startet er heute. Oh, der muss vielleicht ein bisschen federn lassen, aber vielleicht kann er ja nach vorne sich arbeiten. Wer weiß, was da im Qualifying so los war. Dann der Ralf Kmikowiak. Die beiden Kmikowiaks auf 11 und 12 tatsächlich nur. Sehr, sehr interessant. Das kann aber einiges durcheinander würfeln. Hoshi-Blume hat natürlich sehr, sehr gute Chancen, auf der 4. Position dann wieder hier nach ganz vorne zu kommen. Der hatte, glaube ich, das erste Rennen gewonnen. Ich gucke kurz nach. Ja, genau, das erste Rennen hatte er gewonnen. Also vielleicht, ja, geht so heute auch nach ganz vorne. Mal schauen. Wen haben wir sonst noch? Ja, Buddy. Wo war der jetzt? Ich glaube, etwas weiter hinten platziert. Also muss vielleicht auch federn lassen. Schauen wir mal auf Wittmann auf der 2. Position. Also, das wird einiges nochmal durcheinander würfeln. Da bin ich... Oder könnt ihr sehr, sehr gespannt sein. So, jetzt gehen wir aber durch die Startausstellung einmal. 3 Minuten haben wir noch. Eine ganze Einführungsrunde. Also, Julian Kunkel haben wir hier auf der 1. Position. Dann haben wir den Marc Wittmann auf Position 2. Mal sehen, wer sich durchsetzen kann. Ferrari gegen Ferrari. Der nächste Ferrari erst auf der 24 wieder. Dann hat sich da noch ein BMW nach vorne geschummelt. Der Matthias Lang ist das nämlich hier mit dem 88er M4. Neben ihm startet, ja, der bestplatzierte Honda, der Hoshi-Blume, wie gesagt, der Gewinner vom 1. Rennen. Patrick Schröter haben wir dann auf der 5 mit der 292.
Also da kann man sich auch nochmal richtig Punkte holen. Teamkollege direkt daneben, das ist der Steffen Rosse. Beide, er ist Simracing. Da im Hintergrund sehen wir noch den dritten Honda übrigens. Da kommen wir gleich zu. Nick Wasmer haben wir dann hier mit der 63. Hoppla. Der bestplatzierte McLaren, deutlich sogar. Der nächste erst auf der 18. Dann kommt der T-Maniacs auf der 8. Position. Zweitbestplatzierter BMW. Startet dann hier gleich von der Außenbahn. Alex Langhorst, der dritte von RSM Racing, also alle drei Autos hier in den Top 10. Ein gutes Teamergebnis bis jetzt. Mal gucken, ob man das auch durchs Rennen so bringt. Dann haben wir hier einen von, ja, zwei Porsche, glaube ich. Hier ist der Yasin Kalik, Green Hornets Racing mit der 21. Dann kommen wir zu beiden Kmikowiaks. Der Marc startet von der 11. Position. Neben ihm, wir sehen es auch farblich, passt das sehr gut zusammen. Aber das hier der BMW, kein Honda. Und der Ralf daneben auf der 12. Aaron Racer haben wir dann noch auf der 13. Position. Auch ein BMW. Chris Konrad haben wir gerade gesehen. Leider, ja, die Position in den Top 10 nicht holen können. Mal sehen. Muss er dann im Rennen irgendwie mal gucken, dass er nach vorne kommt. Startet von der 14. Von der 15 haben wir Markus Eisen. Audi ist auch der Bestplatzierte tatsächlich. Alle anderen irgendwo dahinter. Too low for you. Patrick Plöger haben wir im Lexus. Auf Position 16 mit der 133. So, Chris Finn, wie gesagt, der Führende in der Gesamtwertung. Muss mal gucken, dass er ein bisschen, ja, in die Punkte reinfährt. Ich glaube, ja, die ersten 15 müssten Punkte kriegen. Ja, da muss er auf jeden Fall mal richtig ran heute. Können wir mal gespannt sein. Dann haben wir Ralf Schäfer im McLaren auf Position 18. Go Fast Racing, sein Team mit der 57. Dann daneben haben wir Two Tape, The Duke Brothers, auch ein BMW. Kai Moll haben wir dann im nächsten Audi auf Position 20, der 97er. Von Position 21 haben wir Thorsten Hofmann. McLaren startet von der Innenseite, von der Außenseite ein weiterer BMW in, ja, lila gehalten mit der 70. Achim Pfeiffer sitzt da drin. Dann haben wir Bernd Petersen, der zweite Porsche, auch für Green Hornet. 142, startet von der 23. Sven Siegenthaler von der 24, ein schwarzer, hier zumindest schwarzer Ferrari, der, ja, von der 24, wie gesagt, startet. Christian Brandl haben wir dann auf der 25. Mit der 91, dahinter Matthias Gauci. Audi, Thorsten Käse haben wir dann auf der 27. Position mit der 115. Christian Buddy haben wir für Too Low For You. Auch mit zwei Autos hier unterwegs. Ja, nur auf der 28 tatsächlich. Läuft heute nicht ganz so dolle. Dann haben wir Philipp Alpentower auf der 29 sind wir jetzt. Philipp Gaming Racing, ah ja. So, und dann haben wir noch Kai-Uwe Kohlschütter auf der letzten Position. Also damit haben wir 30 Autos im Feld. Mal gucken, ja, ob wir alle Autos auch ins Ziel bekommen. Auslaufflächen gibt es hier ja genügend. Aber krachen tut es doch gerne mal. So, vorne geht schon die Einführungsrunde. Wetter, ja, wie im Qualifying hier doch ganz passabel, würde ich mal sagen. Nach Regen sieht es hier nicht aus. So, Boxenstopp haben wir eingestellt. Passt alles. Also, einmal jetzt hier rum um den Kurs. Bisschen vielleicht die Reifen, ja, den Reifendruck halbwegs halten, vielleicht sogar ein bisschen erhöhen, mal gucken. Und dann, ja, geht's hier los ins vierte Rennen. Danach ist erstmal zwei Wochen Pause, also nächsten Montag gibt's dann kein Rennen. Danach sind wir in Barcelona, glaube ich. Ja, in Barcelona sind wir dann am 10. Oktober. Das ist dann das fünfte Rennen. Romkas in der Kirche. Ja, ich bin aber nicht in der Kirche. Haha. Kann auch zu Hause glauben. So, irgendeiner startet aus der Box. Der Kai Moll scheint das zu sein. Da hat jemand nicht auf Fahren gedrückt. Von der 20 wäre er gestartet. Jetzt wird er erstmal 10 Positionen verlieren. Darf ja erst losfahren, wenn dann alle anderen an der Boxengasse vorbei sind. Da werden sich schon mal alle dahinter freuen. Die haben schon mal eine Position geschenkt bekommen. Hoffen wir, dass es da keine technischen Probleme gab, sondern vielleicht einfach verpennt hat oder so, keine Ahnung. Ja, auf dem Start ist man immer gespannt, ne? Es ist ja auch immer sehr, sehr tricky. Dirty Air, die Reifen haben noch nicht den ganzen Grip am Anfang. Ein bisschen kalt noch, Druck niedrig. Da muss man wirklich vorsichtig sein.
Vor allem, wenn vorne was passiert, dann wird es hinten immer ein bisschen eklig. Durch die Skurven. Schön durch die Skurven. Ja, aber auch hier in dem Abschnitt, wo wir gerade sind, sehr, sehr schnell kommt man hier um die beiden Kurven, die Rechts- und Linkskurve. Und dann gibt es hier eine sehr harte Anbremszone. Ja, da vertut sich auch der eine oder andere mal leicht. Mal sehen, ob wir hier sehen. Da kann man sich auch mal hier auf der linken Seite daneben setzen. Hoffen, dass man daneben bleibt und dann hier für die nächste Linkskurve auf der Innenseite vorbeigehen. Da muss man auch wirklich daneben sein. Wenn du so halb dahinter bist und der Vordermann einlenkt, dann ja, drehst du den Vordermann. Und dann, ja, ist das Geheule groß, hätte ich fast gesagt. Das macht dann immer schlechte Stimmung. Aber schauen wir mal, wie gut das hier geht. Carnage Zone, ja. Kann man fast so sagen, aber ich glaube, es gibt hier viele Stellen, wo das mal passiert. Auch die Schikane. Über der anderen Startzielgeraden. Auch immer sehr, sehr gern genommen, wenn man sich da mal vertut und nicht nach rechts ausweichen kann, sondern nach links und dann einmal geradeaus durch die Schikane schießt. Da hat sich der Mann ein oder andere schon mal gewundert, dass da plötzlich ein GT3 von links nach rechts fliegt. Da ist ja auch schön hoher Curb. Also hebt das Auto auch mal richtig ab. Aber gut, hoffen wir mal das Beste. So, 36 müsste auch nochmal hier ans Feld anschließen. Wird aber noch passen. Wir sind jetzt in der Zweierformation. Und ja, geht ins vierte Rennen. Silverstone, sehr, sehr beliebte Strecke, würde ich mal sagen. Immer für Rennaction gut. Moin, Lukas. Kommst ja genau pünktlich. Hoffe, Stream hält. Frames sagen, naja. Aber Audio geht immer. Also gucken haben wir da im roten Ferrari auf der Innenseite. Links ist der silberne Ferrari, das ist Wittmann. Ja, der Ferrari rechts ein bisschen weiter vorne. Ah, bin schon länger da. Ja, gut. Ganz still und heimlich. Oh, Wittmann jetzt ein bisschen weiter vorne. Hoffentlich passt das jetzt hier alles. Nicht, dass es hier Strafen gibt. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Ja, und Wittmann jetzt auch auf der ersten Position, würde ich fast sagen, wenn er außen dagegen halten kann. Von hinten kommt aber noch Matthias Lang. Hier der lilane BMW, da fast noch Berührung. Gab es eine Berührung mit dem Ferrari, muss er aufpassen, dass er da nicht zu schnell drauf fährt. Aber Wittmann hat jetzt die Führung übernommen. Gunkel und Lang dahinter. Hoshi Blume auf der vierten Position geblieben. Dahinter hat sich schon sehr gut geordnet. Ganz hinten oder im Mittelfeld, da wird noch gerade sich geordnet, sieht aber ganz gut aus. Auf der Karte sehen wir keine gelben Flaggen. Sehr, sehr gut. Moll müsste dann auch jetzt langsam losfahren können, wenn er denn überhaupt am Steuer sitzt. Noch hat er sich nicht bewegt hier. Ja, okay. Also, es ging schon mal sehr gut und Wittmann hat sich hier gleich mal die Startposition, die Pole Position geholt. Ja, weiß ich nicht, hat sich da sehr gut platzieren können, offenbar. Moin, Wilki. Und jetzt gucken wir mal, ja, wo wir die nächsten zwei Kämpfe sehen. Hier vorne erstmal alles in Ordnung. Hier geht schon zu zweit durch die Schikane. Hier haben wir Karlik und Langhorst müsste das hier sein mit der 72, der hier sich aber durchsetzen kann gegen den Porsche, der jetzt hier etwas weit geht. Hoffentlich gibt es jetzt keinen Angriff vom BMW dahinter. Das ist der Ralf Kmikowiak. Da sehen wir die beiden Kmikowiaks, die weiß-gelben Autos. Da vorne und hier gab es so ein, zwei kleine Berührungen anscheinend. Ganz hinten haben wir Two Tape mit einer gelben Flagge. Gucken wir mal. Haben wir nicht mehr ganz gesehen, ob es da vielleicht mit Ralf Schäfer eine Berührung gab. Der hatte nämlich auch eine Berührungsanzeige hier. Auf jeden Fall jetzt er hier auf die, ja, 29 zurückgefallen. Könnte also sein, hat hier 10 Positionen verloren und auch Langenhorst. Was ist mit dem passiert? Oh, kollidiert genau in dieser Linkskurve dann mit dem Porsche. Von Karlik müsste das sein. Das muss er hier erstmal warten, dass sie alle sauber vorbeikommen. Ideallinie ist aber frei soweit. Ja, jetzt ist hier aber richtig Tumult auf der 22. Da sehen wir es, dahinter staut sich schön auf. Jetzt kommt hier, Hofmann ist noch hier vorbei. Von hinten noch Buddy und Gauci. Buddy müsste auch ein bisschen was gut gemacht haben. 5 Positionen schon mal. Geht schon mal ein bisschen nach vorne. Marc Wittmann jetzt hier mit der ersten, schnellsten Runde. Erste Runde haben wir hinter uns 2 Minuten 8. Ja, wird noch ein bisschen runtergehen gleich. Aber schon mal ein, zwei kleine Vorfälle gesehen hier. So, wir gucken mal nach vorne. Hier vorne haben wir ein Team internes Duell zwischen Schröter und Rosse. Gucken wir mal, auf der Startposition geblieben. Schröter ebenso. Oh, aufpassen hier mit dem Honda. Nicht das Heck verlieren. Aber schön aufgereiht. Eine kleine Lücke haben wir jetzt ab Platz 21. Jetzt haben wir schon 2 Sekunden da. Ansonsten noch alles ganz, ganz dicht hintereinander. Gucken wir mal hier. Finn scheint an Plöger vorbeigegangen zu sein. Konrad kommt jetzt von hinten nochmal. Der hat 2 Positionen verloren.
Wir haben es gesehen im Qualifying, da hätte er sich auf jeden Fall mal locker in die Top 10 reinfahren können. Jetzt hängt er hier im Windschatten vom Lexus. Sehr, sehr schnelles Fahrzeug. Was ist bei Kohlschütter los? Hallo Replay? Ah. Schien da schon langsam zu sein. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Und jetzt hast du die Berührung natürlich gegeben hier vorne. Kriegen wir das? Oh nein, hier ist ja ein... Oh, ihr seht hier ganz, ganz viele Autos. Dann gehen wir mal 20 Sekunden zurück in die Helicam. Gehen mal auf Plöger vielleicht. So, und... kollidiert hier mit Chris Conrad. Mal sehen, wahrscheinlich konnte ich nicht ausweichen. Der McLaren kommt vorbei, da kommt einer vorbei und bam. Oh, der Porsche mal richtig reingedonnert da. Ich glaube, das war Petersen. Da kommt noch ein McLaren, müsste das sein. Eieiei. Petersen, den hat es mal richtig erwischt. Hier. Also, kannst froh sein, dass das Auto überhaupt noch irgendwie da ist. Ich glaube, Realität wäre das ein Meter kürzer geworden, das Fahrzeug. Ja, das war schon heftig. Naja, jetzt gucken wir mal hier, Chris Finn. Der hat 3 Positionen gewonnen, ist schon mal wieder in den Punkten und greift jetzt gerade den Aaron Racer an. Ja, hier in Seite auch immer ein bisschen trügerisch, dass man da, wenn man da rein möchte. Aber da zieht der Vordermann oft mal zu. Wir gehen am Aaron mal rein, gucken mal hinten raus. So, Marc Wittmann mit der ersten ernstzunehmenden schnellsten Runde, sage ich mal. 59,2. Vorne hat er schon 1,3 Sekunden Abstand. Vorne haben wir allgemein so, ja, gut eine Sekunde zwischen den Autos mit kleinen Ausnahmen. Wir gehen nämlich hier nochmal zu den beiden Hondas. Wie gesagt, teamintern. Also es gibt ja auch eine Teamwertung. Sollte man auf jeden Fall mal aufpassen, dass man sich hier gegenseitig nicht rausschiebt am besten. Schröter hier auf jeden Fall ganz vorne. Wo ist denn der dritte grüne Honda? Müsste Langhorst sein. Ja, auf der 17. Position. Ja, der ist deutlich zurückgefallen. Hier 8 Positionen. So, was ist bei Gauci los? Ups, der Audi hier auch abwägen. Aber ja, aus Selbstverschulden, sage ich mal, da hat es der Curb ihm angetan. Die mal schön ausgehebelt hier. Einmal rechts auf die Auslauffläche. Damit auf der 24 unterwegs. So, jetzt verschaffen wir uns mal kurz einen Überblick. Wittmann haben wir also auf der 1 hier schon so ein bisschen Abstand gewonnen. 1,5 Sekunden nach den ersten 5 Minuten. Matthias Lang haben wir hier auf der 2. Der hat sich hier auch am Ferrari vorbeigemogelt. Julian Kuckel von der 1 auf die 3 zurückgefallen insgesamt. Dann haben wir Oschi Blume, der ist auf der 4 geblieben. Für ihn sehr, sehr gut. Wird sehr viele Punkte gut machen momentan auf die anderen Konkurrenten in der Gesamtwertung. Dahinter haben wir die beiden RS Sim Racing Hondas auf der 5 und hier auf der 6. Position. Maniacs auch eine Position gewonnen, ist auf der 7 unterwegs. Dann haben wir Nick Wasma eine verloren auf der 8. Dann haben wir hier den Porsche, der noch unterwegs ist. Ein Auto haben wir jetzt schon verloren, also einer fährt hier nicht mehr weiter. Kalik hier, ja, von der 10 auf die 9. Und wir gucken mal gerade, Chris Conrad geht gerade am Buddy vorbei. Da sieht es auch noch ein bisschen sehr eng aus. Dahinter ist nämlich noch ein BMW. Müsste Two-Tape sein. Schauen wir mal, hier war irgendwas. Da gab es die kleine Berührung von hinten. Und mal gucken, jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Hier sieht es aber, ja, die Two-Tape auch am Buddy vorbeigegangen. Genau, auf der Innenseite ist er wahrscheinlich vorbeigezogen. Damit, ja, immer noch 5 Positionen gewonnen. Aber immer noch deutlich außerhalb der Punkte. So, Langhorst. Oh, was macht er denn da? Warum verliert er denn da das Auto? Also, er wollte mal auf der Innenseite vorbeigucken, hier auf der Stadt-Zielgerade. Ah, der musste ausweichen irgendwie, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob Siegenthaler da gelupft hat. Wäre eigentlich verwunderlich. Aber da musste der Langhorst irgendwie ausweichen. So, Plöger hier ein bisschen auf Abwägen. War schon in der Box. Hofmann war auch schon in der Box. Ja, das war der McLaren, der hier auch reingedonnert ist an der Stelle in der ersten Runde. Ja, kann auch Netcode sein. Also, warum sollte man da lupfen? Da ist man ja noch voll auf dem Gas mitten auf der Stadt Zielgeraden. So, Ralk Mikowiak ist vor Marc. Müssten... Nee, nicht getauscht haben, oder? Glaub nicht, nee. Ralf hat hier 2 Positionen gewonnen. Greift hier gerade den Kalik an. Auf der 9. Oh, jetzt geht's hier in die schnelle Rechtskurve. Mal gucken, ob er schon deutlich vorbei kann. Ah, der Porsche versucht außen gegenzuhalten. Aber reicht nicht so ganz. Muss sich hinter dem BMW einordnen. Damit jetzt schon 3 Positionen gewonnen. So, gucken wir mal Chris Finn. Wie gesagt, er ist in den Punkten. Ist auch dabei, hier jetzt noch weitere Punkte zu holen. Der nächste ist nämlich Aaron Racer. Immer noch nicht vorbeigekommen übrigens. Da waren wir eben schon drauf.
So, war's mal an Maniacs vorbei. Gucken wir mal, wo es passiert ist. Da war ein langsamer McLaren. Mikowiak, was ist bei Mikowiak los? Irgendwo hier abgeflogen anscheinend. Scheint keine Fremdeinwirkung gewesen zu sein. So, jetzt aufpassen, nicht, dass man hier zu viel abkürzt. Wer weiß, nicht, dass da die Zeit nicht zählt. Aber ja, leider jetzt 7 Positionen zurückgefallen. Insgesamt nur noch auf der 18 unterwegs. So, Chris Venn immer noch ganz, ganz dicht dran. Oh, jetzt Startziel gerade. Außenrum, wenn er durch die schnelle Rechtskurve die Koppel ist. Ja, zieht erstmal zurück. Gedanke da wäre vielleicht natürlich, hier mehr Schwung mitzunehmen. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit ist, den Schwung aus den Esses rauszunehmen und dann auf der Hangar Straight zu überholen. Am besten dann schön dicht rankommen hier, obwohl natürlich, wie gesagt, Dirty Air hier ein Thema ist. Da verliert man dann mal ein bisschen den Grip und dann auch den Schwung. Aber jetzt ab hier, wenn man ein bisschen früher aufs Gas kann, ein bisschen bessere Traktion hat, kann man mal vielleicht angreifen. Gehen wir mal wieder rein. Gucken wir mal, 0,4 Sekunden. Maniacs am Wasma immer noch dran, 0,1 Sekunden. Versucht sich da die Position wiederzuholen. Gucken wir mal ganz kurz, hier gibt es keinen Angriff. Ein paar Meter davor, wie gesagt, das Duell. Und die beiden Hondas hier auch noch dicht zusammen. Oh, jetzt ist Langhorst vorbeigegangen am Siegenthaler hier in der Stowe. Einmal auf die Innenseite gesetzt wahrscheinlich. Gucken wir mal, wo sind die beiden? Da. Oh, Ferrari aber die Tür ordentlich auflassen müssen. Damit Langhorst mal wieder ein bisschen Position gewonnen. Aber immer noch im Hintertreffen vom Start ausgerechnet. Hier nämlich seine beiden Teamkollegen. Ja, hoffentlich halten die sich jetzt hier nicht gegenseitig auf. Denn wir sehen, der Schröter hat schon 2 Sekunden Abstand zum Hoshi Blume. Ja, der hat relativ viel Luft vor und hinter sich, muss man sagen. Die ersten 3 schon gut abgesetzt. Wittmann hat hier 1,4 Sekunden. Lang ist dahinter, Kunkel direkt dahinter eine Sekunde. Da haben wir nämlich 3 Sekunden Abstand. So, der Ralf, der hat Bock hier. Der will nochmal ein bisschen was holen. Jetzt gab es hier den Positionstausch zwischen den beiden Teamkollegen. Damit Rosse vor Schröter. Mal sehen, vielleicht ist er ein bisschen schneller, dass er hier wegfahren kann. Dann stört man sich hier gegenseitig jedenfalls nicht. So, Racer Finn. Oh, Finn hier auf der Innenseite der Honda. Jetzt die Nase leicht vorne, das ist die letzte Kurve. Und ich glaube, das müsste es jetzt sein. Sah nach Teamorder aus. Ja, kann sein. Auf jeden Fall sehen wir hier keine Teamorder. Chris Finn jetzt an Aaron Racer vorbeigegangen. So, Gauchi versucht sich gerade an Alpentower. Der Alpeltower, so rum. Oh, aufpassen, dass mein BMW hier trifft. Aber ich denke mal, der Audi hat hier ein bisschen bessere Chancen auf der Innenseite, wenn er da gut wegkommt. Und jetzt hat Rosse vorne eine gelbe Flagge. Oh nein, hier gerade den Teamkollegen vorbeigelassen und verliert hier irgendwie das Auto beim Umsetzen, wie scheint. Kann das Auto zwar irgendwie abfangen, muss aber einmal große Kreise hier auf der Wiese drehen. Und damit nur noch auf Position 13. Also der hat richtig was verloren. Ja, man muss gar nicht mal mit dem Gegner fahren. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3 Autos gesehen, die von selbst hier abgeflogen sind. Also heißt hier, wie immer, sauber durchkommen, sich keine Strafen holen. CT-Saison haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. So, Kalik hat hier gerade ein bisschen was verloren. Da sehen wir es auch, war auch auf Track. Huch. Ja, sehr interessant. Ich hoffe, das hat da keinen gestört, aber scheint nicht so zu sein. Hat jetzt Position verloren, aber hat die anderen nicht beeinträchtigt, wie es aussieht. Das ist so mal das Wichtigste. So, Steffen Rosse nach dem Abflug jetzt an Aaron Racer dran. Chris Finn kann sich wahrscheinlich hier so ein bisschen absetzen. Zumindest schon mal wieder ein paar Meter gewonnen. So, haben wir noch 29 Autos. Also irgendeiner ist, wie gesagt, runtergegangen. Ja, sah gefährlich aus, aber wir haben gesehen, die anderen konnten normal weiterfahren. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das Podium momentan ist so unter sich, muss man sagen. Da greift auch keiner wirklich einen an. Ich glaube, die sind da ganz gut unterwegs. Pushen da ordentlich, dass man da wegkommt, beziehungsweise an den Vordermann rankommt. Nur wieder zum Honda gehen. Der versucht natürlich ein bisschen was aufzuholen. Top 10 wären ja drin gewesen, auf jeden Fall. Ohne den Dreher. Und Chris Finn, ja, der... Oh, wer ist reingefahren? Ach, Chris, der Aaron Racer ist reingefahren. Und Chris Finn, der schnappt sich jetzt hier vielleicht den nächsten Markus Eisenwerder vor ihm. Das ist hier der Audi. Also, ich habe ja gesagt, der ist eigentlich eher weiter vorne beheimatet, der Chris. Hat ja auch schon 6 Positionen gut machen können hier. Ja, noch nicht ganz eine Viertelstunde um. Also,
denke mal, der wird heute doch noch ein paar Punkte mitnehmen. Hoshi Blume vorne, ja, weiterhin nach hinten. 4 Sekunden inzwischen sogar, nach vorne 3. Der fährt dann ein sehr, sehr ruhiges Rennen. So, was macht Two Tape? Macht er hier Druck auf Thorsten Käser? Mal sehen, wie liegt es bei ihm bis jetzt? Eine Position verloren. Käser hat 8 gewonnen, sehr, sehr gut. Können wir uns ja mal die Position Deltas wieder mal einblenden. Hier nach der ersten Viertelstunde gleich. Und da sehen wir, da hat sich einiges getan, außer ganz vorne. Da hat sie nicht so viel getan, aber hier im Mittelfeld doch sehr, sehr hohe Zahlen zum Teil, muss man sagen. 5, 6, 7 Positionen nach vorne, nach hinten. Aaron Race hat 13 verloren, aber der ist auch gerade in der Box drin. Plöger war schon drin, Petersen war drin, Hofmann war drin. Also natürlich nicht ganz Boxenstopp bereinigt. Aber hat sich einiges getan, haben wir ja gesehen. Ein oder andere abgeflogen. Ein paar kleine Berührungen gab es auch schon. Das hat natürlich einiges durcheinander gewürfelt. So, verpassen wir vorne was. Oh ja, irgendwas muss bei Gunkel passiert sein. Der hat nämlich nach vorne jetzt 4 Sekunden Abstand und der Hoshi Blume ist jetzt eine Sekunde dran. Also ich weiß nicht, ob es da einen kleinen Fahrfehler gab oder irgendwas, aber der Abstand jetzt hier deutlich verrückt worden. Mal sehen, nicht, dass der Honda ihm doch nochmal gefährlich wird. Merken wir uns mal 4 Sekunden. So, und der Rosse ist an Finn jetzt wiederum dran. Finn konnte den Eisen offenbar nicht so ganz angreifen. Jetzt muss er wieder nach hinten schauen, was wir hier auch gerade mal tun. Geht nämlich jetzt in die 8. Runde, glaube ich. Und Chris Finn, ja, gut beschäftigt. Hat schon ein paar Positionen gewonnen. Aber muss jetzt gucken. Steffen Rosse, der ist natürlich bemüht, hier wieder eine Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich glaube, was anderes kann man dazu gerade nicht sagen. So, Brandl-Alpen, Apeltower. Irgendwann kriege ich es hin. Gerade hier Side-by-Side mal wieder. Oder Apeltower zumindest Side-by-Side. Mit Brandl hier durch die letzte Kurve. Setze ich aber erstmal vor Brandl. Oh, ist hier früh vom Gas gegangen. Oh, da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, ob Apeltower da zu weit draußen war, sich einen Cut geholt hat. Hoffen wir mal nicht. Aber wir hören vielleicht, der Luft doch schon sehr viel. Der hat da nicht so wirklich Lust, direkt hinterher zu fahren erstmal. So, vorne verpassen wir, glaube ich, nicht viel. Aber hier im Mittelfeld ist richtig was los. Also Steffen Rosser an Frind dran. Langhorst, der Teamkollege hier an Schäfer dran. Und Achim Pfeiffer, der BMW, am Siegenthaler dran. Hier dem schwarzen Ferrari mit der 776. Ja, der hat aber auch schon 9 Positionen gewonnen. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Von der 24 auf die 15. Also würde sich hier nochmal einen Punkt, glaube ich, schnappen. Ja, gar nicht mal verkehrt. Also viele, viele Duelle hier nach der Viertelstunde. Mal gucken, wann alle reinkommen. Boxenstoppfenster haben wir nicht, soweit ich weiß. Also denke ich mal, in der Viertelstunde wird ordentlich Betrieb sein in der Boxengasse. So, hier erstmal den Poller wegfahren. Hier ein bisschen weit rausgekommen. Zum Glück gibt es hier Auslaufzone. Aber Randl bleibt erstmal auf der 24. So, gehen aber ein bisschen die Duelle durch. Ja, P4 kommt nicht wirklich ran. Julian Kunkel hatte, glaube ich, irgendwo einen kleinen Fahrfehler. Immer noch 1,3 Sekunden seitdem. Aber Kunkel muss da vorne ein bisschen federn lassen zumindest. 5,2 Sekunden. Eben waren wir noch bei 4. 4 irgendwas. Aber hier haben wir 3 richtig, ja, Autos, die richtig eng zusammen sind. Eisen haben wir da vorne, den Audi und dann verfolgt von 2 Hondas von Finn und Rosse. Also das sieht doch schön interessant aus. Racer hat, glaube ich, Kohlschütter überholt hinten auf der 25. Oh, da muss man dann, glaube ich, gerade ein bisschen ausweichen. Oh, und jetzt kommt der Steffen Rosse auf der Außenbahn. Versucht natürlich da die Lücke zu nutzen. Jetzt gehen sie da Side by Side auf die Hänger straight. So, Honda gegen Honda. Wer hat weniger Flügel dabei? Wer hat mehr Topspeed? So, Windschatten wird eher schwierig. Ah, während es hier vorne das Überholmanöver gab. Vom BMW gegen den McLaren. Das sah aber relativ easy aus. Außenrum sogar vorbeigegangen in der Stowe. Oh, oh, da war knapp. Da haben die sich fast getroffen. Und hier hinten ist natürlich was passiert, wo wir gerade vom Dreikampf weggegangen sind. Ah, da gab es nämlich die Berührung mit dem Honda da vorne. Ja, Rossi ist schon wieder neben der Strecke leider. Ja, 11 Positionen sind es jetzt, nur noch auf der 17. Position unterwegs. Mikowiak auf der 15 hat auch schon was verloren. Ja, läuft nicht für alle gut hier.
Schäfer müsste auch noch vorbeigegangen sein. Das ist hier der McLaren. Der ist nämlich hier gleich an Chris Finn vielleicht ran. 3,8 Sekunden sind es bis dahin. Einmal hier eine Kurve weiter sozusagen. Ja, er hat erstmal nach hinten jetzt Luft. Jetzt kann er sich wieder darauf konzentrieren, den Markus Eisen zu jagen. Da war er eben schon mal dran. Eben hat er ein bisschen Druck von hinten bekommen. Aber jetzt kann er sich wieder nach vorne konzentrieren. Gehen wir kurz zu Chris Konrad. Ja, hat er auch schon eine Berührung. Deswegen ein bisschen zurückgefallen. Der ist am besagten Stefan Rosse dran. Der wiederum den Pfeifer angreifen möchte. Ja, hier mal auf der Innenseite gucken, wie gesagt. Da muss man echt vorsichtig sein. Da muss man schon daneben sein, wenn man hier ja, vorbeigehen möchte. Obwohl dann eine Rechtskurve kommt, hat man dann meist wieder das Nachsehen. Und Michael, danke für dein Follow. So, gucken wir mal, Oschi Blume 1,5 Sekunden dran. Also der kommt jetzt nicht wirklich näher. Aber Maniacs und Schröter, die kämpfen hier um Position 5. Ich glaube, für die beiden lief es bis jetzt ganz okay. Schröter immer noch auf der 5, wie am Start auch. Maniacs hat ein bisschen was aufholen können, zwei Positionen. Und jetzt ist Rosse an Pfeifer vorbeigegangen. Wahrscheinlich durch die erste Kurve. Aus der ersten Kurve gucken wir mal. Oh, sehr weit draußen gewesen. Vielleicht hat er ein bisschen gelupft, um da die Warning zu vermeiden. Wir sehen, der Honda geht auf jeden Fall mal vorbei. Gucken wir mal nach hinten, ob der Chris Konrad jetzt nochmal vorbeikommt. Ist schon sehr, sehr dicht dran hier auf der Hangar Straight. Also mal sehen, ob er vielleicht aus dem Windschatten angreifen kann. Sieht gerade nicht ganz so aus, reicht nicht so wirklich. Aber vielleicht kommt er besser durch, wie wir hier sehen. Eingang der Kurve auf jeden Fall. Ja, ein bisschen unruhig. Ja, da rutscht man auch mal gerne raus, obwohl man da schon sehr weit raus kann. Also Track Limits sind da relativ tolerant, möchte ich mal behaupten. Und Schuh, danke für dein Follow. Und Alpha-Hörnchen, auch dir. Vielen Dank. So, immer noch ein Auto. Ja, was wir nicht mehr auf der Strecke haben. So, Christian Bardi ist in der Box. Steht da bereits schon. Hat anscheinend ganz vorne die Boxengasse. War als erstes auf dem Server. Genau, Jan. Da sagt er es nämlich. 3/4 Off-Track. Ja, wir sehen ab Platz 14 ist es doch recht eng. Ansonsten ja, schon so ein bisschen auseinandergepflückt tatsächlich nach 20 Minuten. Nicht super eng das Feld, aber gut. Gab ja auch ein paar Ausritte, was auch ein bisschen mehr Action wieder reinbringt, weil der ein oder andere schneller kann. Und deswegen hier auch ja, ein nach dem anderen sich angreifen kann und sich holen kann vielleicht. Chris Finn ist einer davon, obwohl der noch keinen Off-Track hatte. Aber an Eisen ist er dran. Ralf Schäfer dahinter immer noch 4 Sekunden lang, Horst. Ja, der kann den McLaren vielleicht mal gleich sich schnappen. Maniacs kurz langsam angezeigt, aber scheint alles okay zu sein, 0,5 Sekunden. Aber der Ralf Mikowiak, der nähert sich, glaube ich, auch allmählich an. Sehr, sehr gut unterwegs heute. Ich glaube, der Ralf ist der Vater, ne? Habe ich das richtig gemerkt? Auf jeden Fall hier sein Teamkollege auf der 15. Sagen wir mal, dass der Marc dann der Sohn ist. Der ist auf jeden Fall auf der 15. Leider nur unterwegs, sind ja direkt nebeneinander gestartet. So, 1 und 2 sind gerade relativ dicht zusammen, wo immer das herkommt. Oder waren die ganze Zeit schon so richtig? Aber kann sein, hat sich gar nicht so viel getan, oder? Na, ich glaube nicht. 1,5 Sekunden immer noch. So, aber Maniacs haben wir hier 0,3 und Chris Finn ist jetzt vorbeigegangen. Mal wieder ins Replay reingehen. Auf der Hamilton Straight hier. Der Audi hat ihn, glaube ich, mehr oder weniger vorbeigelassen, würde ich fast behaupten. Da gab es keine große Gegenwehr. Also Chris Finn jetzt in den Top 10 immerhin. 6 Sekunden erstmal nach vorne. Gibt uns die Möglichkeit, hier mal ins Mittelfeld zu schauen, wo es sehr, sehr eng ist. Wir sehen Steffen Rossi auf der Innenseite. Und der mag hier ja, auf der Außenseite und jetzt wieder auf der Innenseite. Da setzt man sich für gewöhnlich durch. Der Hintermann versucht meistens da so ein bisschen Schwung zu holen, bringt aber gar nicht unbedingt so viel. Und Miknowiak jetzt hier auf der 15. Position. Steffen Rosse auf der 16. Gucken wir mal, was der Teamkollege macht. Sehr viel Curb nimmt er da, Eingang der Kurve mit. Kann man da machen. Da muss man auch aufpassen, dass man den Vordermann nicht trifft. Denn die Kurve kann man auch mit zwei Apex fahren. Heißt dann, Mitte der Kurve ist man ein bisschen weiter draußen. Und der Hintermann ja, sieht das gerne auch mal als Einladung. Dann wird meine Nase reingehalten. Aber logischerweise zieht dann der Vordermann nochmal rein zum zweiten Apex. Einfach um dann ein bisschen gerade aus der Kurve beschleunigen zu können für die Stadtzielgerade.
Captain Tower gelb. Oh, gehen wir mal 10 Sekunden zurück. Aber ich glaube, da war wahrscheinlich schon was passiert, wenn überhaupt. Ist hier auch sehr einsam unterwegs, genau wie alle anderen da hinten. Aber viele waren schon in der Box, mussten auch reparieren. Daher wahrscheinlich auch die Abstände da so groß. Oh nein, es ist der Mark hier neben der Strecke. Was ist denn da passiert? Oh, das war deutlich zu viel Curb. Da wollte er zu viel. Und geht jetzt hier zumindest mal nicht in die Wand, aber schöner Quersteher hier. Das wird, ja, die Reifen schön kaputt machen wahrscheinlich. Verliert jetzt hier eine Handvoll an Positionen. Sehr, sehr schade. Aber wir gehen langsam auf die Halbzeit zu. Also könnte man vielleicht überlegen, ein bisschen früher reinzugehen und sich dann nochmal schön frische Reifen zu holen. Ja, Reifen sind jetzt eckig, genau. So, Two-Tape. Geht jetzt an Käser vorbei, wahrscheinlich. Außer Käser hält nochmal dagegen. Aber ich glaube, sieht nicht so aus. Nee, also Two-Tape auf der 18. Eine Position jetzt endlich mal gewonnen. 7 Sekunden nach vorne. Da ist es noch halbwegs eng. Wir sehen es hier. Da haben wir nämlich Schäfer, davor Eisen, dahinter Langhorst, Chris Finn, setzt sich so langsam ab. Immer noch 7 Sekunden zum Yasin Kalik. Der hat nämlich den Nick Wasma hier direkt vor seiner Karre. Hier der McLaren. Sonst hier in Top 10. Ja, sehen wir auch noch ein schönes Dreierpack. Schröter, Maniacs und Kmikowiak. Hier geht es so langsam in die dicken Punkte, sage ich mal. Oh nein, jetzt verliert das Auto. Genau wie Chris Konrad im Qualifying, nur dass er hier noch einen Gegenpendler bekommt. Also Maniacs verliert jetzt hier gegen Pinkowiak und Wasma geht da noch vorbei. Kale geht vorbei, das ist der Porsche da auf der Innenseite. Ah, super schade. Da nehmen sich doch viele Piloten heute selber die Punkte weg, muss man so, glaube ich, formulieren. Aber zum Glück ging es nicht in die Wand, also kann es hier erstmal weitergehen. Mal sehen, ob man da vielleicht auch ein bisschen früher reingeht. Ja, genau, der BMW hat auch gut reagiert. Aber so dicht wie er hinterher war, da konnte er, glaube ich, auch kaum eine aktive Entscheidung treffen. War auch vielleicht auch ein bisschen Glück. Denn da kriegst du die Karre nicht so schnell vorbei, wenn du so dicht hinterher fährst. So, gehen wir mal zum Marc rüber. Da läufst du heute auch nicht ganz so optimal. 0,4 Sekunden am Käser dran. So, wir haben schon 5 Autos, die in der Box waren. Die meisten davon, ja, waren nicht planmäßig. Auf jeden Fall die letzten 4 Positionen standen sehr, sehr lange. Da musste auf jeden Fall mal repariert werden. Und da sehen wir, Steffen Rosse geht außenrum am McLaren vorbei. Am Ferrari vorbei. Müsste auch noch eine gültig gewesen sein. Der Fahrer geht doch mal hier auf die Innenseite, aber ist zu weit weg, um nochmal gegenzustechen. Und dann kommt nämlich Chris Konrad jetzt auch nochmal an. Würde ich behaupten, kann ich nochmal Position Deltas einblenden. Chris Finn mit 7 Positionen, Kmikowiak mit 6, aber Siegenthaler auch mit 9 auf der 15. Wo ist er? Da. Auch sehr, sehr gut unterwegs. Und Thorsten Käser mit 8 Positionen. So, guck mal kurz vorne. Ganz, ganz kleiner Quersteher hier vom BMW, Kurve 1. Ja, da willst du den Schwung schön mitnehmen. Bleibt hier zumindest am Marc Wittmann dran. Eine Sekunde dahinter, der Abstand wird größer und größer. Julian Kunkel kann da nicht so ganz mithalten, wie es ausschaut. Hoshi Blume bleibt weiterhin so 1,5 Sekunden dran. Tut sich jetzt auch nicht super viel. So, was ist hier? Achso, Kalik geht in die Box rein. Dann gehen wir wieder auf den Ralf drauf. So, wir sehen es links. Langsam geht es hier in die Boxenstoppphase. Kalik Eisen ist drin, Siegenthaler ist reingefahren. Also, da wird jetzt richtig Betrieb sein. Wird alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und dann können wir mal gespannt sein, wie das dann nach dem Boxenstopp sich alles darstellt. Da, ja, passieren ja manchmal wunderliche Dinge. Plötzlich sind Abstände größer oder kleiner. So, kommt jetzt der McLaren noch vorbei, bevor es in die Box geht hier für ihn. Wird Split 1 heute auch gestreamt? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich gehe mal von aus. Ich glaube, tanken müsste Pflicht sein. Reifen, glaube ich, ist optional. Aber ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Aber ich meine ja. So, also in den Top 10. Na, nicht ganz, ja, doch um die Top 10 rum.
7, 8, 10, 11 haben wir schön. Zweikampf hinten passiert nicht so viel, außer dass wir da sehr viele Boxenstopps haben. 16, 17, 18 sind hier nochmal im Blickfeld. Deswegen, glaube ich, bleiben wir mal ein bisschen vorne. Beste Standzeit? Ah ja, okay. Also 25 Sekunden dann. Na, gehen wir zu Hoshi Blume, der ist nämlich hier an Position 3 rangekommen. Ich weiß nicht, was beim Julian los ist, ob da irgendwas ja, mit den Reifen ist, die Drücke nicht stimmen. Vielleicht hat er ja, wir haben den Ausflug ja nicht gesehen, wenn es den gegeben haben sollte. Vielleicht hat er seine Reifen dabei ja schon kaputt gemacht. Wissen wir nicht genau, was wir nur wissen, dass der Abstand zu Platz 2 größer wird. Und der Hoshi Blume, da sehen wir ihn nämlich, den Honda, sehr, sehr dicht dran ist. Also, das wird nochmal interessant. Lang 2,3 an Wittmann noch hinterher. Und Mikowiak, ja, am Schröter dran. Was haben wir hier? Langhorst immer noch an Schäfer dran. Ja, tut sich nichts. Und Gauci und Käse auch noch dicht an dicht. Ja, wir waren alle noch nicht in der Box. Also, Matthias geht jetzt rein. Boxenstopp ist hier sehr, sehr wichtig. Wenn du so dicht hintereinander fährst, einmal schief stehen oder zu weit vorne hinten vielmehr, dann könntest du die Position verlieren. Können wir also mal nachher gucken, was sich so getan hat. Wir gehen mal wieder zum Alex rein. Hier Honda gegen McLaren. Der Honda auf der Geraden eigentlich ja auch ein sehr starkes Auto. Aber der McLaren gibt nicht so viel Windschatten. Sehr, sehr aerodynamisches Auto. Sehr, sehr flach und ja, breit gefühlt auf jeden Fall. Da ist er jetzt auch nicht wirklich rangekommen. So, war es mal. Maniacs, Rosse, Gauci, Pfeiffer, alle in der Box. Damit haben wir schon fast die Hälfte jetzt in der Box gehabt. Sind jetzt auch gleich bei der Hälfte des Rennens. Mal gucken, wann die vorne reingehen. Ob da vielleicht einer denkt, ich gehe mal ein bisschen früher. Und hoffe, dass ich dann ja, vor dem Gegner bleibe, dass er hinter mir rauskommt aus der Box. Oder umgekehrt, ich bleibe länger draußen, versuche ein bisschen was rauszufahren, dass ich dann vor ihm bleibe. Oder vor ihm fahren kann vielmehr. So. Ja. Bin mal gespannt, ob einer von beiden jetzt in die Box reinfährt. Also Langhorst tut sich hier, glaube ich, ein bisschen schwer, gerade an McLaren vorbeizukommen. Aber war ja auch schon ein, zwei Mal off-track. War off-track? Ich verwechsel die ganzen Hondas hier immer. So, vorne auf jeden Fall auch schon viele in der Box. Langkunkel und Blume. Jan hat es auch schon gesehen. So, gucken wir mal. Vielleicht fährt Alex ja rein. Fährt hier relativ weit innen. Jawohl, er geht jetzt rein. Pünktlich zur Hälfte. Wir sehen da vorne auch schon ja, sehr, sehr viele in der Box. Kohlschütter hier auf der 28 unterwegs. 25, 26, 27. Ist aber auch sehr interessant. Also 1,3 Sekunden, 0,8 Sekunden. Da haben wir nicht McLaren BMW und den einzigen Lexus hier auf der Strecke im Dreikampf. Ja, mal sehen. Vielleicht sehen wir da ja nochmal was. Pfeiffer. Was macht der hier? Das ist die Stowe, müsste das sein. Geht da sehr, sehr weit raus. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild und er ist immer noch hier irgendwo off-track unterwegs. Keine Ahnung, was da los war, aber jetzt geht es hier auf jeden Fall weiter. Ja, habe ich auch gerade überlegt, ob es ein Technikausfall war. Aber jetzt geht es erstmal weiter, das ist das Schöne. So, der Ralf jetzt erstmal auf der 3, provisorisch erstmal. Wittmann immer noch auf der 1, Patrick Schröter auf der 2. Wird natürlich nicht so bleiben hier. Rasenmäher, genau. Da dachte er sich, da steht der Rasen zu hoch, da müssen wir einmal rüberfahren. So, gehen wir zu Siegenthaler Eisen. Die waren nämlich schon in der Box, da geht es also tatsächlich um die Position. Ja, die letzte Top-20-Platzierung. 14, 15 haben wir noch den BMW und den Porsche. Also richtig noch was los hier. Dürfte nicht langweilig werden. Langhorst verliert, glaube ich, gerade Position. Schauen wir mal, wahrscheinlich kam er gerade aus der Box. Guck mal kurz nach. Ja, Langhorst kam gerade aus der Box. Dann wahrscheinlich hier bei der Boxenausfahrt überholt worden. Der Teamkollege Rosse ist nämlich direkt vor ihr. Langhorst direkt dahinter, Rosse davor. Und das sieht aus, als wenn sie sich freuen würden. Ja, stimmt. Ein grinsendes Auto.
So, auch vorne geht man jetzt in die Box rein. Da ist Wittmann, Schröter ist drin und wer fehlt noch? Mikowiak ist auch drin. Ja, haben wir schon fast alle drin gehabt. Mal gucken, Chris Konrad fährt noch weiter. Wer fehlt da noch? Two-Tape, Kmikowiak fehlt und Brandl. Ja, also die allermeisten gehen hier spätestens so zur Halbzeit rum rein. Keiner, der jetzt anscheinend sehr früh oder sehr spät reingegangen ist. Wir gehen mal kurz zum Porsche. Fünf Positionen verloren. Wo ist denn da? Ist der andere Porsche noch da eigentlich? Ja, Petersen. Ja, der war ja total reingedonnert da, deswegen hier auch nach ganz hinten gefallen. Stand auch sehr lange in der Box. Ist auch 15 Sekunden hinter der nächsten Position unterwegs. Wird auf jeden Fall offiziell nicht letzter, da ja einer schon weggegangen ist. Damit, ja, momentan auf der vorletzten Position, wenn man so möchte. So, sind sie alle schon wieder draußen? Jawohl. Und Matthias Lang ist hier vorbeigegangen. An Wittmann. Boxenstopp bereinigt, müsste er direkt dahinter sein. Wie es mir scheint. Die ersten beiden müssen ja nochmal rein. Brandl muss rein. Kunkel damit immer noch auf der 3. Hoshi Blume ist 2,6 Sekunden dahinter. Die standen beide ein bisschen länger, aber gleich muss man sagen. Also die beiden haben sich auch nicht getauscht hier. So, Schröter auf der 8. Position. Wasmas hier auf der 9. Mikowiak auf der 10 momentan. So, was hier passiert? Kohlschütter und Schäfer sind hier irgendwie kollidiert. Oh, hier ging es geradeaus. Also Kohlschütter müsste da oben der BMW, glaube ich, sein. Ich weiß, ob er damit was zu tun hatte, ob er da ausweichen musste. Auf jeden Fall, ja, beide hier auf Off-Track unterwegs. Der Ralf Schäfer jetzt hier auf der 19 von der 18 gestartet. Was macht Gauci? Schon wieder der Audi, glaube ich. Der war doch hier schon mal abgeflogen. Ups, schon wieder der Curb da. Also schon drei Autos oder dreimal haben wir es gesehen, dass da einer abgeflogen ist. Hier ging es aber relativ zügig weiter. So, guck mal kurz durch. Boah, ich denke, müssen alle Reifen gewechselt haben soweit. So, Two-Tape ist in der Box. Chris Konrad fehlt vorne noch und der Christian Brandl auf der 5, auf der 4 jetzt. Also mal ein paar Führungskilometer hier für den Chris. Würde er sich drüber freuen, aber er wird wissen, er wird nochmal ein Stückchen nach hinten fallen gleich. Und Wasmar ist jetzt an Schröter dran. Der McLaren am Honda. Fahren wir doch mal mit, würde ich sagen. Ja, der Körper ist wirklich böse. Oh, schöner Drift hier vom Honda. Ist natürlich super langsam. Aber auch Nick Wasner musste wahrscheinlich, ja, aufpassen, dass er nicht zu schnell durchfährt. Hatte vielleicht Angst, dass es da den Gegenpendler vom Vordermann gibt. Ups, falsches Auto. Der hier. Weil dann kannst du nicht mehr sonderlich gut reagieren. Ja, lang ist an Wittmann vorbei, beziehungsweise gerade im Zweikampf. Gut, dass du es sagst. Aber der BMW war gerade, ja, nach dem Boxenstopp direkt vor dem Ferrari, 0,3 Sekunden war der Abstand. Und wir sehen, er kann sich weiterhin durchsetzen. Oh, endlich mal Heckkamera, wo sie sich lohnt. Und jetzt hier der Mittelmotor auf jeden Fall. Aber der Ferrari auf der Innenseite. Hält sich aber zurück. Hofft vielleicht jetzt, dass der BMW zu weit geht, weil er natürlich ein bisschen die Tür auflassen muss, um die Kollision zu vermeiden. Ich sag's ja hier, in dem Abschnitt geht's gerne mal zu zweit durch die Kurven. Auch hier außenrum. Und jetzt natürlich hofft der BMW, dass er hier auf der Innenseite sich durchsetzen kann. Der Ferrari, der holt natürlich richtig schön Schwung. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt geht er wieder auf die Innenseite. Nase hält er schon mal daneben. Das heißt, der BMW muss außen bleiben. Lass ihn mal Platz da rechts. Macht er auch. Also sehr, sehr schöner Zweikampf hier um... Ja, Position 1 ist es ja dann. Boxenstopp bereinigt. So, jetzt geht es wieder links und rechts rum. Also wieder erstmal Vorteil Ferrari, dann der Vorteil BMW. Oh, kleiner Quersteher. Kann der BMW es ausnutzen, vielleicht jetzt hier von außen mit mehr Schwung auf die Zielgerade zu gehen? Ja, ich hab's, da hat man es gesehen vielleicht. Da war ein bisschen Platz auf der Innenseite. Aber BMW wusste oder hat befürchtet, dass der Ferrari nochmal reinzieht. Sonst hätte er da schön aufs Gas gehen können und sich mal wieder auf die rechte Seite setzen können. Aber jetzt ist hier wieder die alte Startreihenfolge und Rennreihenfolge hergestellt. Marc Wittmann wieder auf der 1, Matthias Lang auf der 2. Aber deutlich dichter zusammen als vorhin. Vorhin haben wir 1,5 Sekunden Abstand gehabt. Jetzt sind sie hier richtig dicht hintereinander. Ja, Julian Kunkel wird dann auf der 3 sich positionieren. Hoshi Blume 3 Sekunden schon wieder weg vom Ferrari. Der war da ja auch eine Sekunde dran vorhin. Also vielleicht hat der Julian wieder seine Pace gefunden.
Ja, aber der Zweikampf macht auf jeden Fall Spaß. Aber Spaß macht auch das Mittelfeld. Warten wir kurz die Stone nochmal ab, ob es da einen Angriff gibt. Sonst müssen wir nämlich so zu Position 13 ungefähr schalten. Denn hier, ja, eine schöne Vierergruppe, wie wir sehen. Aaron Racer auf der 11. Karlik, Finn und Rosse. Chris Finn also dabei, hier weiter Position gut zu machen. Jeder guckt mal hier auf der Innenseite vorbei. Aber wir wissen alle, in den Esses, da fährt man mal lieber hintereinander durch. Hofft man mal, dass man hier die Linie gut trifft in der Dirty Air und dann hier aus der letzten Kurve in den Esses zumindest schön den Schwung mitnehmen kann. Ja, ich dachte auch auf P1. Aber sehr gut. Leere Augen sehen sehr viel mehr. So, ah, ich hasse die Kamera. Ey. Sieht man die Autos ewig nicht. Aber wir sehen, Karlik versucht es außenrum. Oh, da hat nämlich sehr viel Platz. Aber gut, der BMW war noch deutlich vorne, muss man auch sagen. Gab vielleicht eine ganz, ganz kleine Berührung. Kimikovia geht an Two-Tape vorbei auf der 19 anscheinend. Aber wir bleiben mal kurz hier. Mit einem halben Auge natürlich auf Position 2 und 3 momentan. Zwei Autos fehlen uns noch, die in die Box rein müssen. Also sehr, sehr schöner Vierkampf, muss man sagen. Ja, der Porsche hat eigentlich die undankbare Position hier, weil alles wartet darauf, dass er angreift. Dahinter wird nämlich nur geguckt, kann man dann das Ganze ausnutzen vielleicht, wenn man hier mal ausweichen muss, weil der Porsche schon sehr, sehr dicht dran und dann vielleicht mal nach außen ausweichen muss, dann kann zum Beispiel der Honda dahinter auf die Innenseite gehen und sich dann den Porsche wiederum schnappen. So, vorne tut sich gerade auch was. Kunkel und Brandl geht in die Box. Tobi Lang. Ah, greift schon wieder Wittmann an. Müssen wir ein bisschen entscheiden, wo wir hinschalten. Aber der Angriff ist nicht gelungen. Und Pikan, danke für deine 400 Bits. Vielen, vielen Dank. So, und da sehen wir es nämlich gerade. Der Honda hat schon mal ein bisschen mit der Nase neben den Honda geschnüffelt. War schon mal am rechten Hinterrad vom Porsche. Jan bedankt sich sogar für mich. Muss gar nichts mehr machen. Bald kommentiert er hier auch alles. Also eine sehr, sehr schöne Gruppe hier. Da wird noch um die letzte Top-10-Platzierung gekämpft. Gekämpft wird auch noch auf Position 17. Da haben wir Markus Eisen und Ralf Schäfer. Hier der Audi gegen den McLaren. Gucken wir ganz vorne kurz. Ah, passiert nicht ganz so viel gerade zumindest. Deswegen bleiben wir hier. Ich weiß nicht, ob wir in der Heli ein bisschen mehr sehen. Manchen Strecken sieht man ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir bleiben mal in der TV-Kamera. Oder beziehungsweise in die Heckkamera. Ja, Aaron Racer bleibt hier schon auf der Innenseite. Der Porsche, der auf der gerade gar nicht mal so stark ist, kommt hier aber doch erstaunlich gut ran, muss man sagen. Und vorne gibt es die gelbe Flagge, da müssen wir natürlich hinschalten. Und Wittmann steht hier neben der Strecke, aber völlig ohne, oha, ein, zwei Gegenpendler und dreht sich hier mal schön raus. Aber ohne Fremdeinwirkung, wollte ich sagen. Matthias Lang wird sich bedanken, wird jetzt hier die Führung übernehmen und hat jetzt natürlich alles in der Hand, hier den Sieg zu holen. Sehr, sehr ärgerlich. Der Julian Kunkel ist auch noch vorbeigegangen. Also, Position 2 ist drin. Mal gucken, ob Marc Wittmann sich Position 2 nochmal holen kann. 3 Sekunden der Abstand, 19 Minuten bleiben noch. Der Hoshi, ja, der hat jetzt plötzlich ein anderes Fahrzeug vor sich. Keinen roten Ferrari, sondern einen silbernen. So schnell kann es gehen. Ja, war ein toller Fight. Leider dann doch sehr schnell zu Ende. Ein, zwei Runden haben wir da was gesehen. Aber uns bleibt hier noch das Mittelfeld auf jeden Fall. 6, 7, 8 könnte nochmal interessant werden. Schröder, Mikowiak und Wasma haben wir da ja auch nur mit 1,5 Sekunden maximal auseinander. Was macht der BMW da vorne? Was macht Aaron Racer? Jetzt kommen wir hier nicht mit Reifenkühlen an, aber der Honda geht vorbei. Der Porsche müsste ja auch schon vorbei sein, jawohl. Ist da zu weit rausgekommen, der BMW leider. Und zack, 2 Positionen verloren. Nee, ein Jumpstart dürfte das nicht gewesen sein. Sonst hätte er nämlich sofort eine DT bekommen am Start. Und eine DT haben wir bis jetzt noch gar nicht verzeichnet. Also alles in Ordnung gewesen. Aber ja, am Start war ein bisschen vorne, glaube ich. Naja, gegen Kunkel war das. So, Chris Finn hat jetzt 2 Sekunden vorne zum Porsche. Mal sehen, ob er sich daran hängen kann. Wird jetzt natürlich versuchen, hier von dem womöglichen Zweikampf wegzufahren. Der BMW macht es dem Honda dahinter, aber doch recht einfach dem Steffen. Schon wieder ein bisschen draußen gewesen. Dürfte ein paar km/h verloren haben. Könnte also sein, dass wir hier gleich den Angriff vom Honda sehen. Dahinter Langhorst, der Teamkollege. Jetzt sehen wir es da vielleicht auf der Innenseite schon mal reingeguckt.
vielleicht ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass der BMW die Tür auflässt. Aber noch kein Vorbeikommen. Ist er sehr, sehr dicht dran. Geht er jetzt auf die Innenseite, ist die Frage. Oder platziert er sich für den Exit? Er platziert sich eher für den Exit, da sehen wir es. Er versucht gar nicht erst daneben zu kommen. Sondern guckt, dass er jetzt hier vielleicht mit mehr Schwung rauskommt. Aber selbst hier auf der Geraden daneben zu gehen, ist immer ganz, ganz tricky. Denn die ganzen schnellen Rechtskurven da vorne, ja, da brauchst du die ganze Streckenbreite, wenn du die Geschwindigkeit mitnehmen willst. Aber er geht hier auf die Innenseite. Mal sehen. Oh, der BMW zieht aber, ja, nicht rein, aber hätte knapp werden können. Ist es aber nicht. Oder ist nichts passiert, sagen wir es so rum. So, was haben wir hinten noch? Lexus, der Plöger an Alpentower dran. Sonst hier hinten seht ihr es, die Abstände doch recht groß, muss man sagen. So, waren alle in der Box. Konrad ist jetzt als letztes in der Box. Damit machen wir die Boxenstopps mal weg. Und vorne haben wir damit wieder einen Boxenstopp bereinigtes Feld. Matthias Lang, der hier, ja, nach dem Boxenstopp vor dem Ferrari war, ganz knapp, hat sich dann jetzt hier, ja, durchsetzen können, wenn man es so möchte. Hat zumindest bis jetzt ja keinen Fehler gemacht. Kunkel auf der 2, Wittmann auf der 3, Hoshi dahinter. So, genau. Konrad wird jetzt ein bisschen durchgereicht hier. Und dann gucken wir mal vielleicht hier hin auf die 17. Markus Eisen wird hier verfolgt von dem McLaren mit der 57. So, unsere kleine Gruppe davor hat sich so ein bisschen auseinandergezogen. Da sehen wir es, 1,5 Sekunden ungefähr immer die Abstände. Ja, 16 Minuten haben wir noch, richtig viel Action. Plöger geht gerade an Alpentower vorbei. Oh nein, kleiner Quersteher in der Stowe. Damit könnte der BMW vorne bleiben. Macht er die Tür zu? Ne, bleibt auf der Rennlinie, aber der Lexus, ja, geht auch nicht daneben, sondern wieder dahinter. Also erstmal noch nicht vorbeigekommen. Ja, vorne sieht es jetzt nicht super spannend aus. Gucken wir mal kurz hier in die Top 10 rein. Der Ralf Mikuwiak auf der 6. Position. Ich guck mal gerade in die Tabelle rein. Der Ralf, wo ist er denn? Ja, sehr gute Ergebnisse gehabt. 20, 24 und 24 Punkte geholt jeweils. Also müssten zweimal Dritter gewesen sein. Die letzten beiden Rennen. Haben wir schon öfters auf dem Podium gesehen. Heute wird es ein bisschen schwierig. Vor allem, weil von hinten auch noch der McLaren ankommt. 0,4 Sekunden ist er nur dran. Er findet in den Top 10, ja. Oh, Langhorst, müssen wir mal kurz hingehen. Oh, da ist er schon vorbei. Hier auf der Innenseite. So, jetzt hat er es geschafft, endlich. Ja, Racer da in dieser Gruppe ein bisschen durchgereicht worden. Der Porsche vorbei, die beiden Hondas vorbei. Jetzt hat er ein bisschen Luft zum Siegenthaler. Ja, Siegenthaler, der hier hinten fährt auf der 14. Position. Oh, Alpentower fährt in die Box rein. Das riecht ein bisschen nach Strafe. Gucken wir gleich mal. Ich kann mal kurz in-game gucken. Der hat eine DT und Chris Conrad hat eine SG30, die er bald absetzen muss. In den nächsten drei Runden spätestens. Also der wird auch nochmal ordentlich nach hinten fallen. Wo ist er denn gerade? Auf der 17. Eieiei. Und die Abstände dahinter jetzt nicht super groß. Also die SG30 wird richtig, richtig wehtun. Also für Chris Conrad, da fährt er jetzt nämlich auch in die Box rein. Wo ist er denn jetzt? Auf der 17. Da. Ja, sehr bitter im Qualifying haben wir gesehen. Top 10 wäre drin gewesen. Jetzt wird er wahrscheinlich sogar aus den Top 20 rausfliegen. Sehr, sehr schade. Ja, ja, jetzt gab es eine DT. Die hat er auch schon absolviert. Und gucken wir mal bei Chris Buddy rein. Too low for you. Soll in die Kamera hier, so. Ja, auf der 23, 5 Positionen immer noch gewonnen, also so wie in den ersten Runden. Wie weiter nach vorne wird es erstmal nicht gehen, wie es aussieht. 19 Sekunden zu den nächsten, beziehungsweise Chris Conrad könnte er vielleicht noch überholen. Gucken wir mal, ist er schon wieder unter... Ah, das ist Gauchi. Chris Conrad steht noch, Buddy kommt jetzt aus der letzten Kurve raus. Müsste eigentlich reichen, behaupte ich mal. Ja, schauen wir gleich mal. So, Brandl 2 Tape. Die haben wir hier auch noch im Zweikampf. Schäfer Eisen 15-16. Vorne haben wir Matthias Lang auf der 1, 5,5 Sekunden weg. Dahinter aber 3 Sekunden, 5 Sekunden, fast 10 Sekunden
haben wir nämlich bis hierhin. Da ist es noch halbwegs spannend. 1,5 Sekunden hier die Autos auseinander. Also ich denke, das Podium scheint halbwegs in trockenen Tüchern zu sein. Aber wir haben auch schon gesehen, auch hier an der Stelle haben wir den Quersteher gerade von Patrick gesehen. Aber auch in den S's. Ja, fliegt auch der eine oder andere mal ab. Auch die ganz vorne machen mal Fehler. So, wo ist Chris Conrad jetzt rausgekommen? Der 23 nur noch. Was macht der Achim? Achso, hat nur Platz gemacht, alles gut. Ja, nicht, dass noch einer abfliegt, kann natürlich sein. Ja, so. So, da kommen wir richtig pünktlich. Brandl an Two-Tape. Hier rechts ist der Two-Tape, der ein bisschen früher bremst und ja, hofft, dass er sich hier vorne fair bremst. Und wir sehen hier den Switchback. Da ist er nämlich, glaube ich, jetzt auf der Aus... Nee, hä? Wo ist er? Achso, ich dachte, der hätte nochmal sich außen daneben platziert. Ah nein, hätte er gewollt wahrscheinlich, aber hatte hier den Quersteher. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe den BMW da links erwartet eigentlich. Ja, schade. War aber gut mitgedacht. A2-Tape jetzt hier auf der 19 unterwegs. Siegenthaler bisschen off-track. Eisen geht vorbei. Oh, da war wieder der Curb. Diesmal geht es aber auf die linke Seite. Oh, lange, lange steht da quer. Da werden die Reifen mal richtig heiß werden und ja, wahrscheinlich auch sehr eckig. Markus Eisen freut sich darüber. Auch wenn er nur ganz, ganz knapp davor ist. Schäfer ist direkt dahinter. Siegenthaler guckt, ob er jetzt vielleicht doch nochmal die Position wiederholen kann. Aber ich denke mal, die ersten oder die nächsten paar Kurven wird es ein bisschen rutschiger werden als normal. Ja, der fährt bei LFM ja auch regelmäßig, deswegen. Der alte McLaren-Fahrer. So, also der Ferrari guckt jetzt, dass er hier vorbeikommt, wie gesagt. Ich glaube, das ist gerade das Interessanteste, was wir hier sehen. Auf der Strecke. Ja, hier und da könnte sich nochmal was entwickeln. Zwei, drei Dreikämpfe haben wir vielleicht noch. Wie gesagt, ab Platz 5 und ab Platz 9 sind sie ja noch halbwegs dicht zusammen. Brandl Two-Tape, mal gucken. Ich denke, Brandl wird da eher wegfahren. Vom Gefühl her würde ich sagen. Ups, da gibt es den Gruß von hinten. Und ja, gibt es gleich die Retour. Mehr oder weniger, der Ferrari wird hier selber dann aufgehalten, weil er hier den Eisen ein bisschen angeschoben hat. Der Gewinner ist dadurch natürlich Ralf Schäfer, gleich mal zwei Positionen gewonnen und damit in die Punkte gegangen. War ja hier auf der 16 gerade, da gibt es keine Punkte mehr, ab Platz 15. Also hat hier gerade mal ein paar Pünktchen geschenkt bekommen. Muss das natürlich zu Ende fahren hier. Schön angebumst, ja. Ja, also vorne, wie gesagt, tut sich nichts. Ihr seht es hier, Abstände dann doch recht groß. Aber wenn Wittmann auf der 3 bleibt, wir machen ja auch Interviews, wenn die denn möchten. Bin mal gespannt, was die so sagen. Ich glaube, die hätten sich auch gewünscht, dass der Zweikampf noch ein bisschen länger geht. Kunkel, der hier profitiert hat. So, wo passiert denn noch was? Gehen wir mal hier zum möglichen Dreikampf. Mikowiak ist hier an Schröter dran. Also 0,3 Sekunden. Ein paar Runden hat er auf jeden Fall noch Zeit. 9,5 Minuten. Dürfen ja so um die 5 Runden sein. Boah, das werde ich angerufen. Ja, habe auch keine Zeit leider. Wen meinst du, der Ralf oder wer? Business am Boom. Mal kurz zurückschreiben, dass ich gleich zurückrufe. So. Während der Arbeit geht er ans Handy, ja. So, jetzt ruft er schon wieder an, ich habe gerade geschrieben. So, bleiben wir bei Kmikowiak. Irgendwann kriege ich das hin. Wird immer mal besser mit dem Namen hier. Gucken wir mal, ob er noch auf die 5. Position kommt, so immer ein bisschen, ja, Punkte holen kann. Diensthände, ja, absolut. Jetzt schon wieder gebucht, gebucht, gebucht. Ja, diese Woche ist ja ein bisschen weniger, ist ja kein LFM, deswegen heute auf jeden Fall. Donnerstag haben wir noch einen Stream und wir gehen mal zu Chris Conrad gleich rüber. Aber sonst ist es ja halbwegs ruhig hier, broadcasting-technisch.
Ja, komm nicht vorbei, deswegen gehen wir mal zu Chris Konrad rüber auf die 23. Oh, oh, knapp hier am Audi vorbeigeschossen. Musst du nochmal die Lenkung öffnen. Wittmann müsste das daneben sein. Der Ferrari überrundet hier gerade. Also wir sehen tatsächlich hier ein paar Überrundungen. Aber klar, SG30 hat ihn sehr, sehr zurückgeworfen. Sonst wäre er wahrscheinlich eher nicht zurück überrundet worden. So, was war Pfeiffer los gewesen? Kurz gelbe Flagge irgendwo und wir gehen wieder zum Ralf rüber. Denn da könnte sich nochmal was anbahnen. Schäfer Racer. Schauen wir da mal. Oh, von einem Glas umgeschmissen. Innensicht mal kurz. Welche Innenansicht? Wir können ja hier mal die Innenansicht machen. Wo ist er denn? Da. Ja, Schäfer hat ja gerade zwei Positionen geschenkt bekommen. Jetzt kann er sich aus eigener Kraft vielleicht nochmal eine holen. Platz 13. Viel weiter nach vorne wird es wohl nicht gehen. Aber vier Positionen gewonnen, vielleicht fünf. Also doch ein ganz gutes Rennen, möchte ich mal behaupten. Kann nochmal Position Deltas angucken. Ein bisschen Überblick verschaffen. Aber auch einige auf ihrer Startposition geblieben tatsächlich. Verhältnismäßig viele. Muss man sagen. Oh, Chris Finn, der holt sich vielleicht auch nochmal eine Position mehr. Ist hier gerade am Porsche von Kalik dran. Also, vielleicht geht es da nochmal weiter in die Top 10. Auch eher ein gutes Rennen. Bis jetzt 7 Positionen gewonnen. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Aber auch Steffen Rosse ist noch direkt dahinter. Also, hier in den Top 10 wird es nochmal richtig heiß hier die letzten Minuten. So wollen wir das natürlich sehen. Und wir haben bis jetzt ja immer noch ein Auto verloren. Relativ früh. Wahrscheinlich da aus der Karambolage in das Stove, möchte ich mal behaupten. Was war Hofmann los? Ja, macht nur Platz. Alles gut. Also, guck mal, wer sich hier noch durchsetzen kann. 5,5 Minuten haben wir noch. Der Führende, ja, geht bald, oder geht jetzt in den letzten Sektor rein. Dürften dann noch 3 Runden sein. Ja, 3 Runden noch. Und dann haben wir das vierte Rennen auch hinter uns gebracht. Früh ein Auto verloren, ja. Was ein Rotz. Das muss am Kanal liegen. So, was passiert hier? Schäfer will an Racer vorbei, haben wir eben schon gesehen. Hat noch nicht so ganz funktioniert, er kann aber offenbar schneller. Also macht hier richtig, richtig Druck. Hier in der Schikane wird es auf jeden Fall noch nichts. Und Konrad und Buddy hinten leichte Berührung gehabt offenbar. Aber scheint nicht so wild zu sein. Buddy auf der 23 weiterhin unterwegs. Oh, beide selbst. Oh, oje. Das hätte auch schief gehen können. Hier schön mal rüberziehen auf die andere Linie. Da kann es auch mal sein, dass man den Gegner trifft. Der BMW jetzt sehr weit raus. Hoffentlich verliert er das Auto auf den Curb jetzt nicht und drückt hier den McLaren raus. Sieht aber sehr gut aus. Ja, alles in Ordnung. Bürger der Lexus irgendwo mit einer gelben Flagge. Vielleicht lässt er auch gerade nur einen vorbei. Wir bleiben mal hier auf dem Zweikampf. Also 13-14, hart umkämpft. Ralf Mikowiak auf der 6. Ja, 1,3 Sekunden an Schröter dran. Aber ich glaube, das hier ist gerade sehr, sehr interessant. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Oh, hier wieder beide ein bisschen auf die Innenseite. Der BMW geht jetzt wieder raus. Der McLaren setzt sich daneben, trifft hier den BMW. Ich glaube, ein BMW, wenn er da drin sitzt, denkst du so, hast mich aber hier ein bisschen rausgeschoben. Hast dich hier vorbeigedrückt. Aber Schäfer geht jetzt hier vorbei. Und Aaron Racer auf die 14. Eine Position hat er jetzt insgesamt verloren dadurch. Hard-Hitting-Action, genau. Der Flachwitzkönig, ja. So, gehen wir wieder zu Chris Finn. Immer noch auf der 10, also ist nicht an Porsche vorbeigekommen. Ja, das wollte ich sagen, keine Ahnung. Haben wir noch richtig viel los, muss man sagen. Ne? So nach einer Stunde haben wir hier noch schöne Gruppen tatsächlich. Mikowiak vorne 0,4 Sekunden dran. Genau, Alpha-Hörnchen sagt es nämlich. Ja, es war aber keine Absicht. Das war Zungentrouble. Habe ich öfters mal. Na, gucken wir kurz mal am Ralf vorne rein. Es gibt eine DT, ja. Aber schön, dass ihr wisst, was ich hätte sagen können. Spricht auch nicht gerade für euch.
So, Siegenthaler. Ja, guck mal hier. 14, 15, 16. Uiui, das könnte mal richtig Fotofinish geben hier. 2 Minuten 40 haben wir noch. Müsste dann gleich in die letzte... Ja, müsste nicht nur. Geht gleich in die letzte Runde. Der erste ist gerade auf der Hangar Straight unterwegs. Also wird hier auf jeden Fall dann gleich die letzte Runde einläuten. Ja, und die letzten Punkte sind hier noch nicht so ganz vergeben. Wie gesagt, bis Platz 15 gibt es Punkte. Siegenthaler geht momentan noch leer aus, wie es aussieht. Ja. Oh, Plöger Kurschütter da hinten mit gelben Flaggen, aber da wird es keine großen nicht aufgrund von Zweikämpfen sein. Die Abstände sind da zu groß. Aber wir haben noch sehr, sehr viele rote Zahlen im Tower links. Müssen wir echt gucken, wer hier wen überholen kann. Also hier sieht es sehr, sehr eng aus. Der Ralf hängt hier ja Ewigkeit schon hinterm Patrick. Wenn wir da mal gucken. Die ganze Zeit hier einen weißen BMW im Nacken. Macht er aber gut, der Patrick. Müsste einer seiner besten Platzierungen sein, möchte ich mal behaupten. Patrick Schröter, ob ich das auf die Schnelle finde. Ja, der hat sich noch gar keine Punkte geholt. Erstes Rennen nicht beendet. Das zweite Kia Lami 0 Punkte geholt. Letztes Rennen leider auch nicht beendet. Das werden also die ersten Punkte hier für die Meisterschaft. Schon gar nicht mal so wenig, muss man sagen. Ja, aber es ist doch schön, wenn er sich hier die ersten Punkte auf jeden Fall mal holt. So, Franco, zum Markus Eisen fällt dir bestimmt auch irgendwas ein. Auch am Racer und ja, Siegenthaler hast du schon. Alles sehr, sehr schöne Namen. Aber wir sehen es hier, der... Oh, jetzt will er daneben gehen. Jetzt geht's in die letzte Runde rein. Also 1,5 Runden hat man jetzt hier noch Zeit. Aaron Racer schon wieder unter Druck. Haben wir vorhin schon mal in dieser Vierergruppe gesehen. Alle anderen drei vorbeigegangen. Hat hier schon wieder zwei Autos direkt im Nacken. Also der hat mal richtig viel zu tun. Jetzt geht er auf die Innenseite. Markus Eisen auf der Außenseite. Nicht, dass er es mit der Brechstange probiert. Franco. Also, das wird nochmal eine spannende letzte Runde. Siegenthaler ja direkt dahinter. Könnte auch nochmal zwei Positionen gewinnen. Oh, da gab es, glaube ich, eine kleine Berührung. Da wird der BMW ein bisschen rausgeschoben. Und Siegenthaler geht auf jeden Fall mal vorbei. Ich weiß nicht, ob der Audi jetzt nochmal wartet auf den BMW. Ja, Siegenthaler gewinnt eine Position, hat vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Dann auf der Innenseite kann er womöglich vorbeigehen. Geht wieder in den Windschatten zurück. Jetzt geht er wieder ein bisschen raus. Jetzt geht er wieder zurück. Also, Eisen jetzt hier auf die 14 gegangen. Damit Racer außerhalb der Punkte. Sehr, sehr spannend. Ja, 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 auch da zieht der Ferrari zurück. Da gibt es zwar Lichthupe, weiß nicht warum. Ob es eine Entschuldigung ist oder er dachte, dass er Audi dazu zieht, aber das kennen wir an der Stelle ja schon. So, also Ralf, der ist schon ein bisschen weiter vorne. Das heißt, er wird hier als erstes ins Ziel kommen. Dann gehen wir wieder zu der Gruppe da hinten. Ganz vorne passiert nichts mehr. Marc Wittmann immer noch mit der schnellsten Runde. Ja, Schröter, der wird drei Kreuze machen, wenn er hier so ins Ziel kommt. Sehr, sehr gutes Rennen. Die ersten Punkte und dann gar nicht mal so wenig. Ist auch von der 5 gestartet. Aber er muss auch die letzten Sektoren jetzt hier nochmal über die Bühne bringen. Da geht es nochmal am Audi mit der 939 vorbei. Das muss Chris Buddy sein. Christian Buddy auf der 23. Ja, und Matthias Lang kommt jetzt hier über die Ziellinie. Von der 3 auf die 1, sehr, sehr gutes Rennen hier von der 88, holt sich, ich glaube 30 Punkte ist das auf der Position 1. Julian Kunkel auf der 2, auch gutes Rennen. Marc Wittmann leider nur auf der 3, hätte auch hier um den Sieg fahren können. Hoshi Blume auf der 4 heute, recht unspektakuläres Rennen, holt sich aber auch wunderschön Punkte. Und Kmikowiak geht nochmal vorbei, wir schauen nochmal ins Replay rein. Ich glaube, da war es, passiert schon. Ne, da geht er zu weit, der Schröter. Letzte Kurve, vorletzte Kurve. Und damit der Ralf doch nochmal auf die 5 gegangen. Und Patrick Schröter geht auf der 6 ins Ziel. Maniacs da. Und hier hinten geht es nochmal zur Sache. Siegenthaler auf der 15 inzwischen. Kmikowiak und Racer jetzt nochmal mit einem kleinen Kontakt. Kmikowiak geht auf die 16. Racer jetzt so noch auf der 17. Also nochmal weiter nach hinten gefallen. So. Achso, Hofmann ist schon durch. Keine Angst. Der ist schon im Ziel. So, ja, bleiben wir kurz hier. Ich glaube, hier wird nicht mehr viel passieren, denn hier verbremst sich gerade keiner und hier in der Rechtskurve kann man nicht mehr so viel falsch machen, außer man kommt da zu weit raus. Und dann dreht sich mal einer weg.
Aber das sieht nichts danach aus. Damit Aaron Racer leider nur auf der 17. 4 Positionen verloren. Mark Mikowiak auch nicht mehr in den Punkten. Aber der Siegenthaler 9 Positionen gewonnen. Also sehr, sehr gutes Rennen von ihm. So, müssen wir fast alle schon im Ziel haben. Brandl, Two Tape kommt rüber. Kesa kommt jetzt auch noch rüber über die Ziellinie. Und dann fehlt der Gauci noch. Petersen auf der 28 müsste auch noch irgendwo rumfahren. Wo ist er denn? Ah, hier, der kommt als nächstes. Und Gauci dürfte der letzte sein. So, mal gucken, ob ich den richtigen Discord-Channel finde. Irgendwie habe ich den nicht gefunden, wo ich letztes Mal drin war. Ich gehe einfach mal in den Trainings-Channel rein. So, also, da haben wir es. Sehr schön. So, einmal auf Fahren anklicken. Zack. Und dann gehen wir mal ins schöne Studio zurück. So, da sind wir. Ja, mal gucken, ob da die drei zum Interview kommen oder nicht. Wir warten mal 1, 2, 3 Minuten. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. Wird auf jeden Fall interessant, denke ich. Zumindest mal Wittmann und Lang hieß er, glaube ich, ne, der gewonnen hat. Ja. Die da schön im Zweikampf waren. Schick. Ja. Habe ich aber schon ein paar Wochen jetzt. Ich hatte ja vorher nichts, wo man mal hin kann, wenn man nichts auf der Strecke los ist. Deswegen habe ich mal ein bisschen was gebaut. Ja, dürfte auf jeden Fall in der Gesamtwertung ordentlich was durcheinander gewürfelt haben. Haben ja einige Punkte geholt, die ein bisschen weiter hinten waren. Dafür andersrum andere ein bisschen was verloren. Ich guck schon mal, wo wir gleich hin raiden könnten. Ich glaube, hier wird auch noch gebroadcastet. Oh ja, da können wir hin. Schicker Rasenmäher, ja. Ist so. So, zack. Bierbomber, danke für dein Follow. So, keine Ahnung, ob die noch kommen oder nicht. Ich habe eigentlich eh nicht so viel Zeit. Na, ich glaube, die besprechen unter sich gerade ein bisschen was. Egal, lassen wir das. Also, haben wir es geschafft. Wir raiden zu SAS Motorblock. Couchmasters, die fahren da gerade auf, was ist denn das? Ah, Brands Hatch, sehr gut. Ja, sehr, sehr schönes Rennen, gab ja keine großen Ruhephasen, einige Unfälle haben wir gesehen, auch schöne Zweikämpfe, Mehrkämpfe, muss man sagen. Dann in 2 Wochen geht's weiter mit dem nächsten Rennen. Da sind wir, was hatte ich gesagt, auf Barcelona unterwegs. Ansonsten danke für die Follows, schön, dass ihr da wart. Ja, schönen Abend wünsche ich euch noch. Spätestens Donnerstag bin ich wieder online mit Hove Racing. Da weiß ich gerade gar nicht, wo wir unterwegs sind, aber sehen wir dann ja. Und wir raiden jetzt nochmal hier rüber und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann bis Donnerstag spätestens. Ciao, ciao.